Da sind wir. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Wir sind auch da. Also kann das losgehen. 75 Jahre Volkshochschule Aachen. Das wollen wir heute feiern. Und wie Sie unschwer erkennen können, das ist nicht der Krönungssaal des Rathauses, wo es ja mal geplant war. Wir hätten das sehr gerne gefeiert mit Pomp und Circumstance, mit Konzerten, mit vielen hundert Menschen, die die Arbeit der Volkshochschule dann noch einmal genau gesehen können, noch mal feiern können. Aber ausfallen lassen war noch mal keine Option. Und deswegen sind wir hierhin gekommen in das wunderbare neue Depot. Das ehemalige Straßenbahndepot der Stadt Aachen in der Talstraße. Hier sitzen wir im Online-Studio und streamen und Sie sind dabei und das freut uns sehr. Und wir wollen Ihnen anderthalb Stunden nahebringen zu dem, was die Volkshochschule gewesen ist, was die Volkshochschule vor allen Dingen heute ist und wo auch die Volkshochschule hin soll. Also quasi der klassische Dreiklang von Ist und Jetzt, von Rückblick und von Ausblick. Rückblick nicht so ganz so weit, sondern wir schauen mal zurück über die letzten Jahrzehnte. Wie hat sich das Programm verändert, weil sich die Gesellschaft verändert hat? Das ist zum Beispiel ein Thema. Und natürlich Ausblick, auch da nicht über die nächsten 75 Jahre, aber doch über die nächsten 10 oder 15, da wo Volkshochschule vielleicht noch hin soll oder hin möchte. Die Gäste, die ich Ihnen vorstellen darf, in dem Fall sind die Oberbürgermeisterin der Stadt Aachen, Sibylle Keupen, damit quasi die oberste Volkshochschülerin der Stadt, die Direktorin Beate Blügel, die natürlich beide dann die Gastgeberin sind. Und in dieser Runde, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind, Navin Kermani, der Publizist, Schriftsteller, ein Mann, der in Deutschland etwas zu sagen hat und auf den man auch hört. Und wir werden auch gleich auf Sie hören. Sie haben zu dem Thema Volkshochschule Erwachsenenbildung für uns etwas vorbereitet. Wir sind sehr gespannt. Danke, dass Sie hier sind. Weitere Gäste werden sein später die Landesministerin für Kultur und Wissenschaft, Isabel Pfeiffer-Pönsken, und Lisa Westkamp. Sie ist das jüngste Ratsmitglied im Rat der Stadt Aachen für die Grünen. Und sie ist mit ihren 20 Jahren die Vorsitzende des Betriebsausschusses der Volkshochschule. Da werden wir also nachher auch noch sicherlich ein Spannungsfeld erleben zwischen den ganz jungen Menschen und der vielleicht altehrwürdigen Einrichtung Volkshochschule, wobei der Spagat, wie man gleich sehen wird, gar nicht so wahnsinnig groß ist. Wenn Sie sich wundern, wie wir hier sitzen, Corona ist ja nun mal der Grund, dass wir hier sitzen. Zum einen, wir sind alle negativ getestet und haben jetzt alle ganz stolz, mein erster, so einen kleinen Selbsttest gemacht, aber trotzdem ist halt die Gefahr immer groß und ganz ehrlich, wenn Menschen, auch wenn sie negativ getestet sind, eng beieinander sitzen, es gibt draußen ein ungutes Gefühl. Also haben wir uns entschieden, einen Kompromiss zu machen. Das heißt, wir werden auf diese Distanz sitzen, die wir hier haben. Und derjenige, der redet, in dem Fall sehen Sie, das bin ich, das nimmt die Maske ab. Alle anderen werden sich damit der Maske wieder schützen. Aber ich denke, damit sind wir auch im Sinne der Corona-Sicherheit auf der ziemlich sicheren Seite. Wenn ich gerade gesagt habe, dass die Volkshochschule und junge Leute ein gar nicht so großer Spagat ist, dann wollen wir das jetzt auch belegen mit einem ersten Film, den wir uns anschauen werden. Der ist gestern im WDR-Fernsehen gelaufen, in der Lokalzeit aus Aachen, von Bettina Staubitz gedreht. Und Sie sehen sofort, warum es kein großer Spagat ist. Bitte sehr. Angst vorm Furchtlossein. Aus Normal, da wird das anders. Aus der Bahn, da wird die Landschaft. Lukas Knoben ist Lehrer für Poetry Slam, einer der jüngsten Dozenten an der VHS. Seine Schüler sind auch jung, aber nicht nur. Aus Boykott und vielen Sorgen wird empfindungsloser Langlauf. Was natürlich schön ist, dass dann bei der VHS sozusagen auch mehr junges Publikum Einzug findet. Gleichzeitig für uns aber auch sehr schön, dass andere Altersgruppen auch von diesem Format Wind bekommen und das Ganze ein bisschen durchmischter wird und wieder mehr unterschiedliche Generationen haben. Christa Bausch ist seit über 50 Jahren als Kursleiterin im Bereich Kreativität dabei. Bis heute treffen sich in ihren Kursen oft Menschen aus vielen Ländern, die über die Kunst zusammenfinden. Das ist unheimlich. Das ist schon hier so ein Treffpunkt für viele. Und das ist so ein Zusammenwachsen, die neu dazugekommen sind mit den Alten, die hier schon länger in Aachen wohnen. Offiziell angefangen hat es mit den Volkshochschulen in Deutschland 1919. Im Weimarer Nationaltheater wurde in die Verfassung geschrieben, dass der Staat sich um die Volksbildung kümmern muss. Während der Nazizeit wurden die Volkshochschulen für Propagandazwecke missbraucht. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Aachen, noch unter britischer Besatzung, die erste Stadt in Deutschland, in der wieder eine Volkshochschule gegründet wurde. Bei der Eröffnungsfeier am 18. März 1946 wurde das damals noch eher magere Vorlesungsverzeichnis präsentiert. Das Neue von diesem Jahr ist wesentlich dicker. Ein wichtiger Schwerpunkt bis heute ist das College, an dem man seinen Schulabschluss nachholen kann. Ich finde das gut, weil das ist eine zweite Chance, den ich nie gehabt habe in meinem Land. Ich habe es
versucht, aber funktionierte es gar nicht, weil Schule für uns in Mali ist sehr, sehr teuer. Dann, wenn man kein Geld hat, dann hat man keine Bildung. Jeder kann hier noch seinen Abschluss schaffen, egal wie erfolgreich seine Schullaufbahn vorher war. Je nach Vorbildung kann man ganz unbürokratisch auch halbjährlich in die Klassen einsteigen. Im Moment finden viele Kurse digital statt, auch die Sportangebote. Aber die Dozenten hoffen, dass sie bald wieder live unterrichten können. Sie alle mögen unterschiedliche Dinge an der VHS. Ich schätze an der VHS sehr, dass die politische Bildung hier traditionell eine große Rolle spielt und nach wie vor noch breit gefächert ist. Was mir daran gefällt, ist, dass ich mit so vielen jungen Menschen arbeiten kann, die aus vielen verschiedenen Ländern kommen, aber natürlich auch aus Aachen und Umgebung. Die Nähe zu unseren Teilnehmern und dass wir ein Herzstück unseres demokratischen Miteinanders in dieser Stadt sind. Dass wir so ein internationales Klientel hier haben. Das heißt, ich bin ja zuständig für den Bereich Deutsch als Fremdsprache und insofern kommt die ganze Welt zu uns und das finde ich eigentlich sehr spannend. 75 Jahre Erwachsenenbildung. Feiern können die Dozenten und Teilnehmer wegen Corona nicht. Aber irgendwann wird auch Corona vorbei sein und dann hoffen alle auf ein persönliches Wiedersehen in der VHS. Dann sind wir wieder zurück. Ich darf meine Maske ein bisschen lüpfen für den Moment. Guter Einstieg in die Volkshochschule, die tatsächlich ja sehr gut dasteht und breit aufgestellt ist. Vielfalt der Kulturen, Vielfalt der Generation. Das hat man, glaube ich, ganz gut gesehen gerade. Navid Kermani ist bei uns. Ich habe ihn gerade schon vorgestellt. Er ist Schriftsteller, Publizist, Orientalist, Dozent. Ich glaube, man kann gar nicht so viele Berufe aufzählen, wie Sie in Ihrem Leben schon gemacht haben. Kriegsberichterstatter, also auch jemand, der wirklich nach vorne geht und auch die Gefahr nicht scheut, wenn es um seine Ideale geht. Er ist jemand, der was zu sagen hat und dessen Stimme in Deutschland gehört wird. Träger zahlreicher renommierter Preise aus der Kultur, aus der Literatur, zum Beispiel der Friedenspreis des deutschen Buchhandels 2015. Herr Kermani hat aber zum Beispiel auch die Festrede gehalten zur Feierlichkeit 65 Jahre deutsches Grundgesetz im Bundestag. Jemand, der eine Meinung hat, der sie auch sagt, der eine Haltung hat, der damit auch Kritik erntet, aber das ist einfach auch gesellschaftlicher Diskurs, das gehört dazu. Und die Volkshochschule hat Herrn Kermani gebeten, sich dort Gedanken zu machen, sehr breit über die Volkshochschule, über Erwachsenenbildung, was es heißt für eine Gesellschaft. Wir wissen gar nicht, was herausgekommen ist, aber wir werden es jetzt erfahren und freuen uns sehr, von Ihnen zu hören. Navid Kermani, herzlich willkommen und wir sind gespannt. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich will ein paar Gedanken hier loswerden für Sie draußen und auch hier natürlich für die, die hier sitzen. Ich möchte über Bildung sprechen, Bildung im Allgemeinen. Zunächst, Bildung ist etwas Seltsames, etwas anderes als Literatur, als Musik, als Kultur, denn diese lassen sich auf keinen Zweck herunterbrechen. Letztendlich, wie immer wir definieren wollen, was Kultur, Kunst, Musik für einen Zweck hat, da bemühen sich dann vielleicht irgendwelche Kulturfunktionäre und Manager, aber sie können das nicht benennen, was Kultur eigentlich wirklich, was für Zweck die Kultur hat. Das ist genau das Eigentliche von Kultur, dass der Zweck nicht zu benennen ist. Bei Bildung ist es anders. Bildung, es gibt kaum etwas so Zweckmäßiges wie Bildung. Bildung, da investieren Sie rein und Sie wissen, einige Generationen später haben Sie ein enorm etwas gewonnen. Obwohl es ja eigentlich mit den gleichen Inhalten zu tun hat. Aber wenn Sie zum Beispiel Entwicklungshilfe betreiben, die effektivste Entwicklungshilfe ist Bildung. Da wissen Sie, es ist gar nichts vergleichen mit jedem anderen Investment. Das heißt, Bildung ist etwas. Deshalb sind ja auch Firmen und Konzerne und marktwirtschaftliche Parteien und alle möglichen immer dahinterher und sagen, wir müssen Bildung betreiben. Und zwar aus ganz egoistischen Gründen. Das ist ja eigentlich seltsam, dass Bildung, das heißt einerseits Kultur, das Gut der Bildung, ist nicht auf einen Punkt zu bringen, aber die Bildung selbst ist marktwirtschaftlich hoch lohnenswert. Und wir sind hier in Aachen. Denken Sie daran, zwei der prominentesten gegenwärtigen Söhne der Stadt oder jedenfalls des Umkreises, Armin Laschet und Martin Schulz, sind ja beide Bildungsaufsteiger. Also kommen aus wirklich sogenannten kleinen Verhältnissen und haben es durch Bildung geschafft, da
jedenfalls bis oder fast bis ans Bundeskanzleramt und vielleicht auch bis ins Bundeskanzleramt aufzusteigen durch Bildung. Nichts anderes. Das ist möglich in dieser Gesellschaft. Oder auch von mir selbst zu sprechen. Wenn das hier eine große Veranstaltung wäre mit Publikum im Theater, dann war eigentlich geplant, so war es vereinbart, dass ich eine Lesung halte. Da hätte ich ein Stück aus meinem Roman Dein Name vorgelesen über den Aufbruch meines Großvaters. Mein Großvater, der Vater meiner Mutter, ist ungefähr 1890 als 13-Jähriger von seinem Vater, also meinem Urgroßvater, einem Mann mit Turban und Bart und Galabier, also so wie man das sich so damals, wie man sich eben dann damals so war, der hat entschieden, mein Junge, der braucht Bildung. Und zwar die bestmögliche Bildung. Und er hat ihn in der Kutsche gesetzt und er ist mit 13 Jahren nach Teheran gefahren an die amerikanische Schule. Sie können die gesamte Biografie dieser Großfamilie auf diese eine Fahrt, diesen Bildungshunger des Jungen und den Mut und die Opferbereitschaft des Vaters herunterbrechen. Wenn diese Fahrt nicht stattgefunden hätte, dass mein Großvater an die amerikanische Schule in Teheran gefahren wäre, mit 13 Jahren, was damals eine Weltreise war, auf der Kutsche, 5 Tage und ohne irgendwas, also er wusste überhaupt nicht, er war noch nie aus Isfahan rausgegangen. Alles, dass er Französisch gelernt hat, dass er Englisch gelernt hat. Wenn sie heute, wenn die Großfamilie heute zusammenkommt bei irgendwelchen Reunions, dann sieht das aus wie ein Akademikertreff. Die kommen aus Amerika, aus England, aus Deutschland. Alle haben Doktoren. Das kommt alles, also aus dieser Entscheidung des Großvaters 1890. Und 100 Jahre, 120 Jahre später sind die über die Welt verstreut. Und das sage ich jetzt gar nicht so sehr, um das auch ein bisschen zu relativieren, also meine Position. Klar, ich habe auch eine Bildung und habe auch einen Akademikergrad, aber das ist innerhalb des Milieus, in dem ich war, eben gar nicht so was Besonderes. Besonders war es 100 Jahre zuvor. Und da trifft sich Bildung auch wieder mit der Kultur, auf seltsame Weise, denn die Bildung ist natürlich die Voraussetzung auch für Kultur. Ich will nicht sagen die einzige Voraussetzung, aber die beste Voraussetzung. Je gebildeter jemand ist, desto eher kann er natürlich teilhaben an den Kulturgütern. Und das heißt, Bildung und Kultur ergänzen und verstärken sich gegenseitig. Und hier haben wir natürlich in Deutschland mittlerweile ein Problem, weil ein Bildungskanon wegbricht. Weil kaum noch jemand, ich muss mal die Bibel nennen, die Bibel ist ein Grundbuch der deutschen Kultur, ob man atheistisch ist oder nicht atheistisch ist. Die deutsche Literatur, jedenfalls bis zum Zweiten Weltkrieg, ist voller biblischer Bezüge. Die Musik ist nicht zu verstehen, ohne den Zusammenhang mit der klassischen Musik zur Religion. Oder es hat natürlich damit zu tun mit dem Wegfall religiösen Wissens, ich sage nicht Glaubens, ich sage wirklich Wissens, hat zu tun mit unserem Schulsystem, wo es immer weniger um Bildung im klassischen, eigentlichen Sinne geht, sondern um Information. Bildung wird verstanden als Information, die abfragbar ist. Das führt dazu, dass man, ich habe 2 Kinder, in der Schule das Lesen eher verlernt. Denn in der Schule wird Bildung verstanden als etwas, was sozusagen, was man abfragen kann. Aber wenn Sie Literatur lesen, dann gibt es kein abfragbares Wissen. Und ein Erwartungshorizont ist das Gegenteil von Lektüre. Lektüre ist dann spannend, wenn sie gerade nicht den Erwartungshorizont entspricht. Das heißt, in der Oberstufe meiner älteren Tochter musste ich irgendwann den Mund halten, weil egal, was ich ihr gesagt hätte zu einem Buch, es wäre nur schädlich gewesen für die Note. Und dann natürlich dieses System im Bachelor, was sich in der Universität fortsetzt, das vernichtet natürlich in gewisser Weise den eigentlichen Bildungshunger. Und wir haben ein weiteres Problem in Deutschland. Das ist auch erkannt worden, spätestens mit der PISA-Studie, Bildungsgerechtigkeit. Diese beiden Biografien, die ich genannt habe, die gibt es, die gibt es auch weiterhin. Wir sehen das auch bei der Integration, was erstaunliche Zahlen wir mittlerweile unter Abiturienten haben mit dem sogenannten Migrationshintergrund. Aber natürlich insgesamt, das haben die Studien gezeigt, ist ausgerechnet in Deutschland, dass sich hier so viel auf seine Durchlässigkeit eingebildet hat, eines der Länder in Europa, in denen Bildung am wenigsten durchlässig ist, in denen Bildung sozial determiniert ist. Ich kann mich erinnern, Einschulung meiner älteren Tochter, ich weiß das noch genau, das war damals noch
eine wunderbare katholische Grundschule, Stadtteilschule und so weiter. Und ich habe gedacht, am ersten Elternabend, ich sehe voraus, welches Kind auf dem Gymnasium landet und welches nicht. Und es war genauso. Und das ist ein Riesenproblem in Deutschland. Dass ausgerechnet Deutschland sich das leistet, dass ein guter Teil der Menschen sozusagen qua Herkunft, und ich sage nicht ethnische Herkunft, ich sage wirklich soziale Herkunft, abgehängt ist. Oder jedenfalls sehr viel größere Schwierigkeiten hat, sich durchzusetzen als in anderen Bildungssystemen in Europa, im Bildungssystem unserer Nachbarn. Und hier komme ich natürlich zu den Volkshochschulen als Kollektiv, als Chance, etwas aufzuwiegen, etwas wirklich in eine Bildung fürs Volk zu betreiben, etwas, was die Schulen immer weniger, jedenfalls nicht mehr so betreiben, wie sie es müssten, als ein enormes Gegengewicht zur Bildungsgerechtigkeit in Deutschland. Und das wirkt ja auch. Volkshochschulen, nach dem, was ich wahrnehme, sind einer der wenigen Orte in Deutschland in einer zunehmend partikularen Öffentlichkeit, in denen wirklich noch das Volk, also Menschen aus ganz verschiedenen Schichten, Bildungshintergründen, Nationen, Ethnien und so weiter zusammenkommt. Im Klassenzimmer einer Volkshochschule, ich will das nicht übertreiben, es wird nicht überall so sein, aber jedenfalls im Anspruch nach sitzen alle. Einer der ganz wenigen Orte. Im Theater sitzen sie nicht mehr. Also es gibt immer weniger Orte, dass wirklich auch das politische Spektrum, wer Englisch lernen will, das richtet sich nicht nach politischer Hintergrund. Da will man halt Englisch lernen. Im Theater geht man schon Zeitungslektüre, Tageszeitungen, da fallen schon viele weg, die sowas überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Öffentlich-rechtliches Fernsehen schalten schon viele gar nicht mehr ein, weil es ihnen politisch nicht mehr entspricht. Weil es vielleicht mir entspricht, aber einem Gutteil der Menschen nicht mehr entspricht. Volkshochschule ist noch ein Ort, wo die Gesellschaft in ihrer Breite, da gehören auch dann vielleicht Strömungen zu, die mir nicht passen, aber in ihrer Breite noch teilnimmt. Und das ist hat eine enorme Bedeutung und wird zunehmend wichtig in der Gesellschaft, wo sich Menschen gar nicht mehr miteinander reden, also nicht mehr öffentlich reden. Und da kommen wir zurück zur Kultur. Bildung, also einerseits, ich habe gesagt, Bildung ist eine Investition, aber Bildung ist gerade dann effektiv und hat dann den marktwirtschaftlichen Nutzen und den gesellschaftspolitischen Nutzen und all den sozialpolitischen Nutzen, wenn man Bildungsbegeisterung erzeugt, wenn man nicht an die Effizienz denkt. Also wenn man Kinder einfach lernen lässt aus Spaß und nicht aus ihnen irgendwas baut, meint, die müssten dies und jenes werden. Wenn man in der Volkshochschule einfach auch Freude hat, dann entsteht Begeisterung. Und die Menschen, die zur Volkshochschule gehen, die gehen alle freiwillig. Also nehme ich mal an, dass sie es aus Begeisterung tun, anders als in der Schule, als wir in der Schule. Und insofern wäre die Volkshochschule jedenfalls als Modell etwas, was unsere Gesellschaft braucht, dass sie vielleicht zu selten wahrnehmen, welche Bedeutung sie hat. Und dass ein solcher, wenn Sie so wollen, neutraler Ort auch bleiben sollte, in dem alle Menschen aller Herkunft, aller politischen Couleur auch sich dort treffen, weil sie eben Lust haben, am Kochkurs oder Englisch oder Französisch oder was auch immer sie interessiert. Vielen Dank. Danke, Herr Kermani, für den Input, für den Impulsvortrag. Es muss ja ein bisschen Wasser auf Ihre Mühlen sein. Gleichzeitig hat Herr Kermani auch angesprochen, wo es im Grunde genommen noch hakt. Also das Stichwort der Wahrnehmung ist das eine bei den Bürgerinnen und Bürgern selber. Auf der anderen Seite, was wir ja gleich auch hören werden, die Politik erkennt es durchaus und möchte die Volkshochschulen weiter stärken. Da werden wir gleich noch mit der Ministerin auch drüber sprechen. Was ist das, Ihre Wahrnehmung? Sie leiten die Schule seit 2013. Was ist Ihre Wahrnehmung, wenn Sie sagen, wir als Volkshochschule stehen gegenüber den Menschen, wo oder wo nehmen die uns wahr? Wie nehmen die uns wahr? Viele nehmen uns so wahr, wie wir uns das wünschen und wie Herr Kermani gerade ausgeführt hat. Ich glaube, dass der Bekanntheitsgrad zu wünschen, also andersrum gesagt, alle wissen, was Volkshochschule ist oder glauben zu wissen, was Volkshochschule ist und stellen dann mit Erstaunen fest, wir haben da unser Programmheft liegen, groß und dick wie es ist, wer dann drin blättert, sagt, ach, das macht ihr auch, das ist ja toll, ach, das wusste ich ja gar nicht.
Aber es gibt immerhin auch nicht wenige. Wir haben 38.000 Belegungen im Jahr. Das heißt nicht 38.000 Menschen, aber immerhin fast. Also es gibt halt auch welche, die 2 oder 3 Kurse belegen. Und das ist, denke ich, ein ganz guter Schnitt in Aachen. Und die wissen, was sie an uns haben. Und die wissen auch, welche Inhalte sie interessant finden können. Und es ist Wasser auf meine Mühlen zu hören, das ist Bildung für alle. Das war genau das, ehrlich gesagt, was ich mit Staunen gesehen habe, der Zeitungsartikel von 1946, als die Volkshochschule gegründet wurde. Ein Bildungswerk, das offen für alle ist, mit dem Hintergrund, mit dem Zweck. Ich musste etwas zusammenzucken, Herr Kermani, als Sie gesagt haben, Bildung hat einen Zweck, weil mir das, es sollte eben gerade neugierig, also das, was Sie nachher ausgeführt haben, ja auch, das war dann wieder sehr gut in meinen Ohren und hat mich wieder beruhigt. Aber der Zweck, der angegeben worden ist 1946, war dem Deutschen den freien Geist wiedergeben. Und das ist das, was für mich quasi ein Zweck ist, der für Zweckfreiheit plädiert oder der eben auch sagt, er soll den Menschen zum Denken anregen. Eben genau nicht irgendwas vorschreiben oder füttern oder wenn ich jetzt gefragt werde, wie wollen Sie denn junge Leute erreichen, die können das doch alles über YouTube sehen, dann denke ich, mit YouTube kann man nicht diskutieren. Also das Wichtige an Bildung und in meinem Sinne, im Sinne von Persönlichkeitsentfaltung, das ist eben genau, dass ich es nicht wie durch eine Röhre zu mir nehmen kann, sondern dass ich denke und mich darüber auseinandersetze. Das ist ja das, was wir jetzt im Moment erleben, dass durch den Wegfall der Gemeinsamkeiten, der Kurse, es ist ja eine Grenze der Digitalisierung zu sagen, ich kann prima ins Homeoffice gehen, aber die Menschen fehlen. In meinem Umfeld sind Menschen seit einem Jahr oder seit fast einem Jahr im Homeoffice. Man kann da wunderbar arbeiten, die kommen aber manchmal und kommen wieder vorsichtig gucken, damit man sich sehen kann. Und dieser Sozialverlust, das ist ja auch eine Komponente, wo die Volkshochschule immer für gestanden hat, das Zusammenführen, die Kulturen sind da. Gibt es, Sie haben 25 Jahre die Bleiberger Fabrik in Aachen geleitet, Frau Kolben, gibt es aus Ihrer Sicht etwas, wo Sie sagen, da gibt es auch Grenzen der Volkshochschule, Grenzen der Weiterbildung, Grenzen der Erwachsenenbildung, wenn wir über die großen Digitalisierung, Demokratisierung, über solche Themen nachdenken? Sehe ich eigentlich nicht. Also was ich eben in dem Vortrag so beeindruckend fand, auch nochmal die Idee, was Bildung eigentlich für ein Leben bedeutet. Die Volkshochschule ist ja auf Wachstum hin ausgelegt, also auf Wachstum der Menschen. Bildung ist ein Wachstumsprozess und das ist auch das, womit die Institution Volkshochschule sich stetig weiterentwickelt. Also das sehen wir ja jetzt auch in der Krise, dass man sehr schnell auf Online-Kommunikation umschaltet, dass man sehr schnell andere Formate gefunden hat. Es steht zwar leider auf der Internetseite sozusagen, wir sind geschlossen, aber sie sind ja offen. Also der Betrieb läuft ja weiter in anderer Form und das ist ja, was Bildung ausmacht. Bildung aus einem Hunger nach mehr, einem Hunger nach Entwicklung, nach Wachstum und das ist auch, denke ich, die DNA der Volkshochschule. Also von daher gibt es natürlich faktische Grenzen in den Ressourcen, in der Finanzierung. Mhm. Das ist die Aufgabe, die wir als Stadt natürlich auch immer haben, dafür zu sorgen, dass die Volkshochschule gut ausgestattet ist. Das ist eine Herausforderung jetzt im Bereich Digitalisierung. Da ist sicherlich viel Bedarf noch, das zukunftsfähig aufzustellen und auszustatten. Aber von der Idee her wird diese Idee nie sterben. Da bin ich fest von überzeugt, weil ich selbst ja auch ein bildungshungriger Mensch bin. Ich bin selbst die Erste in meiner Familie, die Abitur gemacht hat. Und ich habe dazu was gebracht. Und das sind Erfolgsgeschichten, die unser Land immer noch schreibt. Und die gilt es auch. Und die haben Raum in der Volkshochschule. Wenn wir nochmal über politische Bildung sprechen, Demokratisierung, also gerade die Kräfte, die wir eben in Deutschland haben, die sich gegen Demokratie im Grunde genommen stellen, erreichen die Volkshochschulen im Grunde genommen nicht immer nur die Guten? Also Sie haben ja gerade selber gesagt, es ist ein freiwilliges Angebot, anders vielleicht als bei der Schule, wo man sich durch Dinge quälen musste, wo man kein Interesse hat, geht man zur Volkshochschule und macht, worauf man Lust hat. Aber erreichen Volkshochschulen, erreichen solche freiwilligen Angebote nicht auch, ja ich sag's nochmal, sowieso die Guten? Keiner wird ja von sich sagen, ich bin ein schlechter Demokrat, ich gehe jetzt mal in die Volkshochschule und möchte mich politisch bilden, sondern wenn man es im Sinne einer Liberalisierung, einer liberalen Demokratie sieht, wie könnten sich Volkshochschulen aufstellen, um auch da zu sagen, kommt mal zu uns und lass uns reden? Also, das können Sie besser beurteilen. Ich kann nur sagen, wie ich es mir wünschen würde. Und zwar da und auch im Unterschied, ich bin da durchaus ein sehr politischer Mensch und ich sage, ich habe auch meine Meinung und ich kämpfe für meine Meinung, aber ich denke zum Beispiel, dass eine Volkshochschule eine andere Rolle spielt in der Stadt als ein Theater.
Ein Theater sollte dezidierte, auch politische Meinungen vertreten. Bei einer Volkshochschule nicht, dass ein Dozent, natürlich kann ein Dozent alles sagen, was er möchte, aber ich denke schon, dass es, dass eine, ich will sie auch nicht zur Neutralität verpflichten, aber es ist doch eine etwas andere Aufgabe einer Volkshochschule, eben weil sie das, weil sie eben nicht einem künstlerischen, eine künstlerische Ansage ist sozusagen immer, wenn Sie so wollen, extremistisch oder radikal oder einseitig. Das muss ja auch sein, damit sie überhaupt, weil sie kommt von Herzen. Aber dadurch ist sie auch, das passiert ja auch, das ist immer schon so gewesen, Menschen, schließt sie andere Menschen aus, die gar nicht mehr zuhören, weil ihnen das nicht passt. Und da hat die Volkshochschule, glaube ich, schon eine Chance, ohne dass sie sich, dass das die Leiter oder die Dozenten oder irgendwer sich verleugnet, dass sie schaut, dass sie da so ein bisschen einladender ist, als es vielleicht eine Kulturinstitution sein kann, weil da andere, weil da eine andere künstlerische, weil eine andere künstlerische Individualität am Werke ist. So stelle ich mir das vor, aber ich muss die Frage eigentlich weitergeben. Also wie die Einstellung zur Demokratie ist, wissen wir nicht von unseren Teilnehmenden, von jedem Einzelnen, aber wir wissen, wo sie herkommen. Sprich einfach aus welcher Adresse sie haben. Und da hat tatsächlich der letzte Sozialplan, den wir in der Stadt Aachen gemacht haben, ein sehr interessantes Ergebnis gezeigt, nämlich genau das. Und wir sind da sehr froh drüber, dass wir tatsächlich alle Menschen in allen Aachener Bezirken erreichen. Also es ist nicht so, wie man das bei anderen, bei eben den Kultureinrichtungen mit dem großen K hat, dass man da sehen kann, ja, das ist eher ein bildungsbürgerlicher Ansatz. Und da sind dann auch die aus den Stadtteilen, die eher bildungsbürgerlich geprägt sind, die kommen und die anderen, die werden nicht so sehr erreicht. Wir sind sehr, sehr froh darüber, dass tatsächlich alle da sind. Die müssen aber jetzt natürlich nicht angeben, welche Partei sie wählen oder was sie sonst denken. Und zu der Frage dann, natürlich gibt es Menschen, denen wir ein Dorn im Auge sind. Das hören wir gelegentlich im Rat, wenn die das da sagen. Und man kann die Einstellung haben, die sind antidemokratisch, mit denen wollen wir nicht reden und die werden wir auch nicht überzeugen. Wir diskutieren mit allen. Und für mich ist dann immer wichtig, dass das auch die hören, die dann eben nicht selbst schon in ihrer Meinung gefestigt und fertig sind, sondern es sind immer noch ganz viele drumherum, die sich das anhören und dann abwägen können. Und das ist, wie gesagt, unser Hauptargument, unser Hauptziel eigentlich, dass Menschen ihre eigene Meinung bilden können und eben nicht Populisten auf den Leim gehen, sondern hinterfragen. Vielleicht kann ich da was auch ergänzen, weil wir sprachen ja eben auch über Digitalisierung. Ich glaube ganz fest ans Analoge. Ich glaube ganz fest, dass es nicht nur darum geht, einen bestimmten Wissensinhalt zu vermitteln, sondern die Chance gerade ist im Klassenzimmer, dass man einem Lehrer begegnet, dass man sich untereinander begegnet. Und das ist, meinte ich auch eben, mit einem der seltenen Orte. Also Englisch wollen alle möglichen Leute lernen und verbessern. Die sitzen da alle im Klassenzimmer. Das ist was anderes, ob man zu Hause sitzt oder sich da trifft. Diese Art von Begegnung, die ist eben so enorm wichtig. Und dann geht das eben nicht nach bestimmter politischer Einstellung, aber man trifft sich einfach, überhaupt, dass man miteinander redet. Wo gibt es denn noch so Orte, dass sich diese unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen sozialen Herkünften mit verschiedenen politischen Einrichtungen treffen? Die treffen sich ja nicht bei dem Demokratietag, sondern sie treffen sich ganz pragmatisch, weil sie Computer oder Englisch oder was auch immer da lernen wollen. Und deshalb glaube ich auch, wenn ich diese Botschaft auch nochmal loswerden darf, gerade weil ich weiß, dass im Augenblick durch die Pandemie bedingt alle möglichen Investitionen, Digitalisierung und das soll alles jetzt digital laufen, alle Theater sollen sich digital aufrüsten und so weiter und so fort. Ich glaube, dass bestimmte Medien ihre Chance haben als gegenläufige Bewegung. Ich glaube nicht, dass das eine sinnvolle Investition ist, dass man jetzt so viel Geld in die Digitalisierung etwa der Theater oder der Kurse, sondern dass ein gewaltiger Hunger da ist, dass man wieder ins Theater strömen wird. Und dass man ich glaube nicht daran, dass das, natürlich ist das ergänzend, gibt es Dinge, die toll sind am Digitalen, dass man plötzlich in Harvard Vorlesungen besuchen kann und so weiter, alles wunderbar. Aber vor Ort gibt es eine enorme Kraft, dass man irgendwo reingeht, die Tür zugeht und man erstmal 2 Stunden da irgendwie sitzt und irgendwem begegnet einfach wirklich physisch begegnet, was einfach digital nicht möglich ist. Und da würde ich eigentlich mir wünschen oder hoffen, dass sie nicht zu viel Geld verpulvern in all diese ganze digitale Maschinerie, die ja unglaublich teuer ist, und nicht eher schauen, dass man diese Mauern bewahrt, diese Klassenzimmer bewahrt, die Lehrer bewahrt, die all das, was eben letztendlich ja sogar auch viel billiger ist und viel, viel schöner ist,
den Menschen ja auch viel mehr Spaß macht. Das werden Sie sehen, ich bin sicher, sobald die Türen aufgehen, wird das alles wieder voll. Es gibt eine große Sehnsucht nach Begegnung, das ganz bestimmt. Und ich möchte nachher mal fragen, welche Erfahrungen Sie eigentlich mit Volkshochschule selber gemacht haben, welche Kurse. Aber ich kann von mir sagen, dass ich vor über 20 Jahren einen Französischkurs in der Volkshochschule angefangen habe. Und das ist eine Freundschaft mit Leuten, mit denen wir im Kurs damals waren, die bis heute geblieben ist. Obwohl wir zum Teil auch hunderte Kilometer auseinanderleben. Aber diese Sucht nach Begegnung ist da. Und ich finde halt, es ist auch eine wunderbare Gelegenheit, den positivsten Beifang zu machen, wenn man das mal so machen möchte, indem man Kurse anbietet und man kommt in aller kulturellen Vielfalt zusammen. Und es muss einen Lernprozess geben, wenn man vielleicht doch anders gedacht hat. Einfach weil man es merkt und weil man abgleicht. Das ist eine ganz große Chance, die Volkshochschule sicherlich hat. Wenn wir darüber reden, 2015 war ein sehr einschneidendes Jahr, für Europa, nicht nur für Deutschland, da sind Abermillionen Menschen vor der Gewalt, vor der Krise in ihrem eigenen Heimatland geflohen. Offiziell waren es 890.000, die nach Deutschland gekommen sind, die sich angemeldet haben, die sich registriert haben und die in diese Gesellschaft integriert werden müssen. Mittlerweile wissen wir, dass das mit großem Erfolg funktioniert hat. Aber inwieweit, Frau Blöckel, hat das zum Beispiel auch die Aufgabe der Volkshochschule verändert? Plötzlich ging es darum, Deutsch für Ausländer haben sie immer angeboten. Aber da waren ja Menschen, die andere Kulturen hatten, die auch hereingespült wurden, hier gelandet sind. Also konnten Sie als Volkshochschule da ein anderes Profil anlegen? Wir mussten ein bisschen ein anderes Profil anlegen. Also die Aufgabe war nicht neu und die Menschen sind immer schon gekommen. Wir hatten immer schon, früher hieß das für Gastarbeiter, für Ausländer, das ist jetzt Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als Zweitsprache geworden inzwischen. Und wir sind sehr, sehr gut damit klargekommen. Das Einzige, weshalb wir das Profil ändern mussten, war, dass das jetzt plötzlich so viele waren, die da gewesen sind. Also dass sich das Verhältnis ändert. Und wir sind jetzt zum Glück eine sehr große Einrichtung, da war das gut zu machen. Kleinere Volkshochschulen haben jetzt eher so das Problem, dass sie sich fragen, wollen wir hier nur noch Deutschinstitut werden. Was ist mit den anderen Angeboten, die wir haben und die uns auch wichtig sind? Und das muss jede Volkshochschule selber für sich klären. Wir haben das, glaube ich, ganz gut in den Griff gekriegt und ich habe mich auch gefreut, dass ein Kollege aus dem Deutschteam, der eben im Film ja auch zu sehen und zu hören war, gesagt hat, die Welt kommt zu uns. Und das bereichert ja auch eine Stadt, das ist einfach toll. Und ich habe heute noch eine Mail bekommen von einer Dame, die inzwischen Ratsfrau ist, die bei uns auch im Ausschuss gewesen ist und die sich dafür bedankt hat, dass es die Volkshochschule gibt und geschrieben hat, wenn es die nicht gäbe, müsste man sie erfinden. Und eben einfach zu sagen, ich bin als Kriegsflüchtling gekommen und hier war meine erste Anlaufstelle. Ich bin in ein neues Land gekommen und das habe ich kennengelernt, dadurch, dass ich hier einen Anschluss gefunden habe und mir die Stadt erschließen konnte und dass die dann so eine Karriere gemacht hat, dass sie jetzt inzwischen im Rat sitzt und da mitredet und mit diskutieren kann und mitentscheiden kann. Das finde ich einfach großartig. Das sind wunderbare Schicksale, ja noch nicht, sondern Glücksmomente. Sie haben sich selber sehr intensiv mit Flüchtlingspolitik auseinandergesetzt, schon immer. Welche Rolle spielen Weiterbildungseinrichtungen wie Bleiberger Fabrik, wie Volkshochschule bei der Integration von Menschen, die zu uns kommen aus anderen Kulturen, die vielleicht noch nicht mal Deutsch sprechen können? Ja, das ist der Schlüssel natürlich. Also jetzt, da gibt es ja viele Orte, aber das sieht man ja. Ich kenne ja eine ganze Reihe von Menschen, die auch gerade 2015 gekommen sind. Und wenn man sieht, 3, 4, 5 Jahre später, wer ist jetzt irgendwie einigermaßen angekommen? Das sind die, die Deutsch gelernt haben, die irgendwo drin sind, das ist der Schlüssel natürlich. Das meinte ich ja eben auch, das Seltsame an dieser Bildung, diesem kostbaren Gut, obwohl sie eigentlich in der Sache nach so wertfrei und nutzlos eigentlich ist, ist zugleich aber die beste Investition, die wir machen können. Und das merkt man natürlich, und das ist natürlich ich will das auch nicht zu positiv wenden, natürlich umgekehrt, wenn es nicht passiert, hat man ein gewaltiges Problem. Also wenn dann die Flüchtlinge in den Heimen hocken, wenn sie nicht lernen können, wenn sie vielleicht auch teilweise das gar nicht gelernt haben zu lernen, das gibt es ja auch. Natürlich, wenn man aus einem Land wie Afghanistan kommt, wo 30, 40 Jahre lang Krieg herrscht, dann hat man auch lernen, muss man lernen können. Dann dauert das vielleicht hier und dort oder gelingt es nicht so auf Anhieb oder man wundert sich, wieso lernt er denn kein Deutsch. Das ist vielleicht es ist nicht immer so einfach. Aber insgesamt, und es hat sich auch, wenn ich jetzt ich komme ja aus einer Gastarbeitergeneration, also meine Eltern waren keine Gastarbeiter, waren Studenten, aber sind ja zu der Zeit, also Ende der 50er Jahre gekommen, und da hat sich ja enorm viel gewandelt. Also als mein Vater hat mir mal erzählt, der hat Deutsch mit dem Lexikon gelernt, weil es überhaupt keine Kurse gab damals, also gar nichts.
die waren ja einfach über vollkommen alleingelassen. Der kam damals im Bahnhof München an und dann musste er sich irgendwie nach Erlangen durchschlagen. Da war gar nichts. Also da waren vielleicht die Gewerkschaften und die Kirchen und sowas, aber sonst, und das hat sich ja immerhin enorm gebessert und enorm entwickelt. Und da hat man ja auch gelernt, dass Integration nicht einfach von selbst funktioniert, sondern dass es einfach Arbeit ist für die Gesellschaft wie für die Ankommenden. Vielleicht das noch zum Schluss dieser Runde. Sie haben gerade gesagt, selber Entwicklung, es hat sich vieles verändert. Was ist so ein Klassiker gewesen, wo Sie heute sagen, wir müssen anderes liefern, die Leute fragen nach? Bei Sprachen weiß ich, dass heute Chinesisch sehr gefragt ist, einfach aus wirtschaftlichen Gründen. Aber ohne jetzt zu stark in den Rückblick zu gehen, aber als Volkshochschule sind Sie ja nicht nur Weiterbildung, Erwachsene, sondern Sie bilden ja auch Menschen, die sich beruflich weiterbilden wollen. Das war mal der Grundgedanke. Also wo haben Sie das Gefühl, das müssen wir heute liefern, aber das ist noch gar nicht so lange, dass wir das müssen? Schwierig. Also gerade wenn Sie sagen berufliche Bildung, fällt mir sowas wie Datenverarbeitung IT oder so an. Da hatten wir natürlich eine Riesenwelle, als das losging, und haben ohne Ende Computerkurse gegeben. Das ist jetzt nicht mehr nötig, weil es jetzt die Digital Natives gibt. Und jetzt ist es halt eher so, dass man dann spezialisierte Angebote in dem Bereich der beruflichen Bildung macht. Jetzt geht viel mehr in Richtung Soft Skills, Coaching, Mediation. Also man merkt einfach, dass es nicht mehr so sehr die harten Fakten sind, sondern dass die moderne Arbeitswelt eben eher darauf ausgerichtet ist, dass man irgendwie miteinander klarkommt. Heißt aber auch, dass Sie sich als Volkshochschule natürlich ganz anders aufstellen müssen mit Ihrem Lehrkörper. Das ist der Vorteil von einem, was manche als Problem ansehen. Die meisten, die bei uns unterrichten, sind eben Freiberufler. Also wir haben 400 Menschen, die ich gerne Trendscouts nenne, weil wir deshalb auch immer am Puls der Zeit sind. Weil die kommen mit Ideen, die kriegen das mit, was gerade aktuell ist, und bieten das dann bei uns an. Der Nachteil ist, dass die nicht wie im Regelschulsystem einen festen Vertrag als Oberstudienrat haben und deshalb eben nicht so gut abgesichert sind sozial. Das hat unterschiedliche Aspekte, aber das, für die Teilnehmenden ist das natürlich ein immenser Vorteil, einfach zu sehen, das Programm ist top aktuell und die Teilnehmenden entscheiden natürlich auch selbst. Ja. Welche Rolle spielt da die Volkshochschule in der Stadt selber, das vielleicht zum Abschluss, was die Attraktivität auch angeht? Also ist eine attraktive Volkshochschule mit einem gut aufgestellten Programm auch durchaus ein Softskill, um zu sagen, ja, wenn ich da hingehe, da kann ich mich weiterbilden? Oder ist das auch etwas, wo man sagt, naja, wenn man lang genug da ist, dann kümmere ich mich um die Volkshochschule? Können Sie das in irgendeiner Art und Weise schon sagen? Volkshochschule gehört ganz originär zu einer lebendigen Stadt dazu. Aachen ist ja eine sehr intelligente Stadt mit einer großen, mächtigen Hochschule. Und dabei ist die VHS die Bildungseinrichtung, die eben über die formale Bildung hinaus lebenslang die Menschen auch begleitet. Das ist ja auch, was Sie eben gesagt haben, wir können ja nicht mal einmal gelernt fürs Leben gelernt, sondern das hat sich ja massiv verändert. Das ist ja auch das, was Sie gerade gesagt haben, die Anforderungen ändern sich. Und die Volkshochschule ist quasi die Einrichtung, die immer wieder auf diese neuen Herausforderungen angeht und uns Erwachsenen die Chance bietet, up-to-date zu bleiben und genau dann, wenn wir es brauchen, in der kommunalen Bildungseinrichtung für erwachsene Menschen das zu finden, was wir brauchen, um im Leben gut vorwärts zu kommen. Sie haben diese wunderbare Kette mitgebracht. Ja. Die hätten wir jetzt beinahe vergessen, aber da würde ich Sie doch herzlich bitten, die noch mal zu erklären. Das ist die Bildungskette, die sogenannte. Ja. Vermutlich kennen viele den Ausdruck, dass irgendwas... Entschuldigung, jetzt... Kann ich das ja abnehmen, dass man irgendwas entlang der gesamten Bildungskette macht. Und manchmal endet der Satz dann mit bis zum Einstieg in den Beruf. Und das ist der Moment, wo ich immer Puls gekriegt habe und gedacht, das ist nicht das Ende der Bildungskette, der Einstieg in den Beruf, ganz im Gegenteil. Ja. Und habe dann diese Kette erfunden, die hat 40 Kugeln. Die durchschnittliche Lebenserwartung heutzutage ist 80 Jahre und also eine Kugel 2 Jahre. Und dann haben wir das mal farblich dargestellt und gesagt, gelb, das ist das Grundschulalter. Das ist der Kindergarten. Zwei Jahre Kita, man könnte jetzt streiten und sagen, inzwischen sind es 3, dann müsste man auch eine halbe gelbe Kugel dazu machen. Dann haben wir hier Grundschule, das sind 4 Jahre. Dann haben wir weiterführende Schule, 6 Jahre. Und wir sind ganz großzügig und sagen, und dann nochmal 4 Jahre für Hochschule oder Berufsausbildung oder sonst was. Der ganze Rest, das ist die Erwachsenenbildung, die Erwachsenenzeit. Und das wird hier dran sehr schön deutlich, wie viel Zeit das eigentlich ist und dass die Bildungskette bis zum,
eben nicht Einstieg in den Beruf bedeutet. Und leider, leider ist es so, dass die Finanzierung vom Bildungssystem, wir sind ja ein laut Gesetz gleichwertiges viertes System im Bildungssystem, aber bei der Finanzierung wird leider oft nur an diese gedacht und nicht so sehr an die. Aber das ist eben so, und hiermit kann man aber wenigstens zeigen, was wir ausmachen, wie viel Blau es da ist. Und wie wichtig ist es, das haben wir in der Runde nochmal ganz deutlich gehört. Danke Ihnen erst einmal. Und ich hatte es vorhin gesagt, wir wollen zurückschauen, nicht bis in die Urzeit. Also die Volkshochschulen gibt es seit dem 19. Jahrhundert. Verfassungsmäßig festgeschrieben wurden sie dann in der Weimarer Republik 1919. Es gab einen regelrechten Boom. Da sind die Volkshochschulen quasi aus dem Boden gesprossen, wie die Pilze. Viele haben dann wieder einknicken müssen, weil es finanzielle Probleme gab. Also auch das kennen wir heute noch. Aber es kamen die Nationalsozialisten und die haben dann richtig draufgehauen, die Volkshochschulen, wo es politische Bildung gab, ach ja, ich darf ja abnehmen, wo es politische Bildung gab, das konnte den Nationalsozialisten nicht recht sein. Also haben sie das Volksbildungswerk geschaffen, wir haben es vorhin noch im Film gesehen. Und wenn es da um politische Bildung ging, dann war das natürlich nur noch die politische Bildung, so wie Nationalsozialisten sich eben Menschen gewünscht haben. Und da war es nicht mehr mit Demokratie und Liberalität. Nach dem Krieg haben die Alliierten gesagt, da habt ihr ganz schön Bockmist gebaut, das müssen wir ändern. Und dann sind unter anderem zum Beispiel Volkshochschulen entstanden wie die Volkshochschule in Aachen. Und nicht irgendwie vor 75 Jahren, sondern heute, am 26. März 1946, also auf den Tag genau, da ist es unterschrieben worden, dass die Volkshochschule entstanden. Und wie Frau Blügel gerade sagte, innerhalb von Wochen, Tagen waren die Kurse ausverkauft. Es gab einen Bildungshunger nach Demokratie. Man wollte vielleicht auch damit Schluss machen. Vielleicht hatten die Deutschen ein schlechtes Gewissen. Das können die beurteilen, die damals vielleicht noch mit dabei gewesen sind. Was aber wichtig ist, dass die Volkshochschule sich von da an zu einem extrem festen Bestandteil entwickelt hat, zu einem unverzichtbaren, das kann man wirklich sagen. Wir gucken nicht zurück bis 1919 oder 1946, aber wir gucken zurück in die 80er Jahre. Seitdem hat sich vieles geändert, das werden Sie gleich sehen. Das Gebäude der Volkshochschule aber nicht. Bitte schön. Anmeldetermin an der Volkshochschule. Zweimal im Jahr hetzen die Teilnehmer zum Volkshochschulgebäude und stehen dann Schlange, um an einen der zahlreichen Kurse heranzukommen. Die Attraktivität der Volkshochschule hat in den letzten Jahren stetig zugenommen. Das Angebot ist breit gefächert, da ist für jeden was dabei. Und nun einige Nachrichten aus der Volkshochschule. Kurse in Wirtschaftsenglisch und elektronischer Datenverarbeitung sind neu ins Programm der Volkshochschule aufgenommen worden. Mit diesem Angebot wird Arbeitnehmern die Möglichkeit geboten, sich beruflich weiter zu qualifizieren. Die Kurse sind fast alle ausgebucht. Die Volkshochschule gilt als kulturelles Forum in der Kommune. Dieses ist an der großen Zahl von Ausstellungen und Vorträgen abzulesen, zu denen im Jahr rund 7000 Zuhörer und Besucher kommen. Für seine Kurse, in denen Schreib- und Leseunkundige Mitbürger die Grundlage der Schrift und Sprache neu erlernen, hat jetzt der VHS-Verband eine Auszeichnung der Weltkulturorganisation UNESCO erhalten. Alphabetisierungskurse gibt es seit Jahren an der Volkshochschule Aachen. Sie werden von etwa 80 bis 100 Teilnehmern besucht. Nicht nur für Analphabeten hält die VHS ein Angebot bereit. Seit Ende 1985 werden in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt Aachen Abiturienten in einem Lehrgang in zwei Berufsfelder eingeführt. Gerade erst ist die Volkshochschule in ein neues Gebäude eingezogen, doch schon reichen die vorhandenen Räume nicht mehr aus. Zusätzliche Kursräume und Mitarbeiterbüros sind beantragt. Ohne diese Räume ist die Erstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für die Bürger nicht mehr möglich. Ja, die Volkshochschulen müssen eine ganze Reihe von neuen Aufgaben übernehmen. Und aus diesem Grunde ist es erforderlich, den Weiterbildungsbereich als vierten Bildungsbereich unseres Gesamtbildungssystems auszubauen. Dazu bestand schon einmal die Absicht. Das sollte nun forciert fortgesetzt werden. Das heißt, die Volkshochschule braucht mehr Ressourcen, das heißt mehr geeignete Räume. Disponierende, das heißt planende Mitarbeiter, aber vor allen Dingen auch den Weiterbildungslehrer. Die Volkshochschulen kommen nicht mehr mit nur nebenberuflichen, nebenamtlichen Mitarbeitern aus, sondern der hauptberufliche Weiterbildungslehrer ist gefordert, der im Schwerpunkt Unterricht erteilt.
Er sollte einen beruflichen Hintergrund haben und er sollte eine Ausbildung haben, die es ihm gestattet, einen teilnehmerorientierten und erwachsenengerechten Unterricht an den Volkshochschulen durchzuführen. Zweimal kommt ein Forte auf der 1, ne? 122, 126 und beim dritten Mal kommt keins mehr. Da ist es pianissimo und kriegt dann erst wieder ein Crescendo. Das ist ganz genau zu spielen. Bratschen auch. Ja. Und das ist er, der Weiterbildungslehrer, wie ihn der Kursteilnehmer aus den verschiedenen Volkshochschulkursen kennt. Es sind die arbeitslosen Lehrer und Mitarbeiter aus anderen Berufen, die ohne soziale Absicherung in erheblichem Maße an der Volkshochschule unterrichten. Sie müssen von den gezahlten Honoraren leben. Aber gerade die Leistung dieser Volkshochschullehrer sichert entscheidend die Qualität der Volkshochschularbeit, heute und zukünftig. Und damit sind wir zurück aus dem Jahr 1985 in unserer Gesprächsrunde. Und mit dazu bekommen, ich darf begrüßen, die Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW, Isabel Pfeiffer-Pönsken. Schön, dass Sie bei uns sind, schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Herzlich willkommen. Darf ich mal in die Runde fragen, wer von Ihnen einen Volkshochschulkurs belegt hat? Mal. Ich habe ja gerade schon so ein bisschen blank gezogen mit Französisch. Frau Ministerin. Ich auch. Auch Französisch. Auch Französisch. Genau. Wir hätten uns fast treffen können. Tja, ich glaube, wir gleichen nachher mal unsere Jahrgänge ab. Ja. Bei Ihnen, wie ist es? Ja, ich auch Französisch, aber in der Volkshochschule meiner Heimatstadt Mayen, eine ganz kleine Volkshochschule. Und ich habe das schulbegleitend sogar gemacht. Mhm. Genau, und ich war auf dem humanistischen Gymnasium und musste ja irgendwie anders als Französisch kommen. Ja, das ist mir ganz ähnlich gegangen. Ich hab so einen kleinen Schlenker gemacht über Gymnasium, Realschule, Gymnasium. Und auf der Realschule mit Französisch angefangen. Ich glaube, das war damals auch so. War da auch Klassenbester, also stolz wie Oscar oder comme Oscar, wie man sagt. Und dann ging es zurück aufs Gymnasium und ich bin dann im Sinkflug, weil die hatten seit der 5 Französisch. Und dann hat mir die Volkshochschule, da haben wir es wieder geholfen, weil ich da eben diesen vor Jahren den Kurs begonnen habe und damit im Grunde genommen mein Französisch, was ich denn heute so kann, erarbeitet habe. Das war nicht auf der Schule, das war auf der Volkshochschule mit dem Willen, sich zu bilden. Also Sprachen ist ein ganz großer Renner und jetzt die Direktorin der Volkshochschule. War bei mir auch der Einstieg, ehrlich gesagt, und auch während der Schulzeit, aber nicht Französisch. Ich habe Spanisch gelernt, weil Spanisch eigentlich in der Oberstufe angeboten werden sollte und dann nicht zustande gekommen ist und dann bin ich zur VHS gegangen und dann habe ich danach aber noch ganz viel, ich habe Aquarellieren habe ich dann mal gemacht und dann habe ich Französisch Konversation, um das beizubehalten. Ich habe sogar mal Arabisch gelernt. Können Sie das noch? Schwer, schwer. Dürfen wir fragen, was das heißt? Ganz wenig. Es reicht, um zu beeindrucken. Ja, unbedingt. Frau Pfeiffer-Pönsken, Sie waren selber von 99 bis 2004 in Aachen die Beigeordnete für Kultur und Soziales, also damit im Grunde genommen auch an der Volkshochschule verbunden. Wie haben Sie die Volkshochschule in der Zeit, also um die Jahrtausendwende auch erlebt? Hat sich das sehr stark geändert zu dem, wie man heute Volkshochschule wahrnimmt? Das kann ich natürlich jetzt für Aachen gar nicht so beurteilen, weil ich ja danach nicht mehr in Aachen war. Aber ich habe die damals als sehr offen erlebt, als auch sehr, heute würde man sagen, agil, sehr schnell, auch reagierend auf Anforderungen. Ich weiß, damals zum Beispiel war ein Riesenthema die IT-Kurse, aber für ältere Menschen, die waren sich nachgefragt. Das war gerade ein Thema, es war aber natürlich viele andere Themen auch. Die hatten zum Beispiel ein fantastisches Filmprogramm. Das war einfach da eine, heute würde man sagen, Kuratorin, die mit unglaublicher Sachverstand da ein tolles Filmprogramm aufgelegt hat. Sie haben aber natürlich auch, was mich immer besonders beeindruckt hat, auch
diese Schulabschlusskurse gemacht, für die ich gelegentlich im Stadtrat ziemlich kämpfen musste, die aber eben eine unglaubliche Arbeit geleistet wurde, indem man eben sozusagen so Dropouts, würde man vielleicht sagen, die jetzt irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht zu einem Abschluss gebracht haben, sehr unterschiedlichen Gründen, dann doch gerne noch machen wollten. Und da waren fabelhafte Lehrer, die mit einem unglaublichen Engagement die wieder zurückgeholt haben, was und dann eben auch oft nicht nur den Hauptschulabschluss, sondern dann sind die viele sind noch weitergegangen, haben die nächsten Abschlüsse gemacht. Das war eine ganz fantastische Leistung. Ja, was heute immer noch gemacht wird, also College, das ist das Schild ja hinter Ihnen, College, der Hauptschulabschluss, der mittlere Schulabschluss. Damit werden viele Leute ja auch, können viele Leute quasi ihren Abschluss nach oben bringen, haben bessere Chancen. Ja. Haben Sie das Gefühl, dass Volkshochschule schneller werden musste in den letzten 20, 25 Jahren? Also dass man auch agiler sein musste, dass man früher, ich will nicht sagen träger war, aber dass die Dinge, die da waren, die waren mal da. Und dann hat das funktioniert, dass es insgesamt schnelllebiger geworden ist. Naja gut, wahrscheinlich ist die ganze Welt schnelllebiger geworden, aber ich glaube, für die VHS kann man das sagen, was die Ministerin gerade, ich glaube nicht, dass sich da viel geändert hat, ehrlich gesagt, sondern die Trends mitzukriegen und mitzukriegen, was gerade ansteht, das war immer schon Auszeichnung. Und das war, wenn es dann mal die Senioren sind, die gerade Nachholbedarf haben oder wo man sagt, da die Welt verändert sich, die Welt wird schnelllebig und die Halbwertzeit des Wissens wird jedes Jahr geringer, kann man ja sagen. Früher war es eben tatsächlich so, man macht seine Ausbildung zu Ende, dann hat man seinen Lebensjob und dann macht man vielleicht irgendwie alle paar Jahre mal eine Fortbildung. Das ist ja überhaupt nicht mehr angesagt heutzutage. Da weiß Ihre man Kette ja, wieder, das lebenslange da Lernen, ist die das Kette ist viel mehr und man wäre ja nicht mehr in der Lage, mit der Bahn zu fahren oder irgendwo eine Theaterkarte zu kaufen oder sonst irgendwas zu tun, einkaufen heutzutage online. Das alles hat sich so verändert und für alles muss man ständig neue Kenntnisse haben. Und ich glaube schon, dass das immer schon die Volkshochschule ausgezeichnet hat. Gibt es Klassiker, wo Sie sagen können, oder Sie aus Ihrer Zeit, das gab es damals, das war völlig normal und das hat sich verschoben oder die sind komplett weg, da fragt keiner mehr nach heute? Naja gut, das waren eben die eben schon genannten IT-Kurse, wo man jetzt einfach sagt, das ist völlig selbstverständlich. Wir haben ja im Film eben gesehen, was für PCs da gestanden haben. Da schmunzeln wir heute natürlich drüber. Ist ja klar, das waren dann so große und das hat sich extrem verändert. Da mache ich dann heute irgendwie, wie bediene ich mein iPad? Sprachen, hat sich das verschoben oder inwieweit hat sich das verschoben? Das hat immer wieder verschiedene Trends, also gerade witzigerweise mit Französisch und Spanisch beispielsweise, das war vor 10, 15 Jahren so, dass plötzlich Französisch ganz stark nachgelassen hat. Hier in Aachen weniger, ehrlich gesagt, wegen der Nachbarschaft, damit man die Nachbarsprachen sprechen kann. Aber grundsätzlich ist Französisch als Weltsprache schon abgelöst worden durch Spanisch. Ich weiß immer noch nicht ganz genau, woran das liegt, ob Leute mehr gereist sind und deshalb irgendwie Spanien als Weltsprache. Es ist verbreiteter, ne? Also man kommt mit Spanisch natürlich durch viel mehr Länder. Dass sich das so verändert hat. Aber auch also bei den Filmen, die Sie ansprechen, zum Glück gibt es die Kollegin noch, die ist schon lange im Ruhestand, aber wir haben noch guten Kontakt, die das ins Leben gerufen hat. Ich denke, das sind heute oft auch dann Programmkinos, die sowas aufgreifen. Oder wer geht noch ins Programmkino, wenn man streamen kann? Also das sind natürlich alles so Entwicklungen, die wir haben und wo wir dann die Schwerpunkte verändern, wo nur da, wo Nachfrage ist, eben irgendwas im Programm bleibt. Aber Filme haben wir immer noch. Ja. Im Angebot und dann oft zusammen, also wir hatten zum Beispiel die Fridays for Future ja zu Gast und haben Scientists for Future und dann in dem Zusammenhang Filme, die gezeigt werden im Rahmen einer Veranstaltung, wo man sich dann drüber austauschen kann. Wir haben im Vorgespräch hatten Sie erzählt, und das fand ich eigentlich so bezeichnend, dass es in den, sagen wir, 50er Jahren, da gab es Nähkurse. Und das ist ja etwas, wo man eigentlich sagen kann, Schublade auf, Frau rein, Schublade zu, nähen, das ist klar, das gehört so. Und dann sagt sie, nee, eigentlich war der Hintergrund ein ganz anderer. Es ging um Emanzipation. Frau Blöckle, vielleicht erzählen Sie das nochmal. Das ist ganz eindeutig so und das ist, glaube ich, auch heute noch so, dass eben da, wo restriktive Familienmuster beispielsweise sind, wo Frauen an den Herd gehören, nicht so viel machen sollen, dann dürfen die zu einem Nähkurs natürlich gerne gehen, weil sie das ja weiterbringt. In den 70ern waren das oft die Kurse orientalischer Tanz, wo man dann auch drüber lächeln kann. Das ist bei den Frauen, die das, ich kenne einige Beispiele aus dem privaten Umfeld, die das dann gemacht haben und die im Rahmen vom orientalischen Tanz die Unabhängigkeit gewonnen haben, dass sie sich mit anderen getroffen haben, dass sie selbstbewusster geworden sind, dass ihr ganzes Leben dadurch anders geworden ist.
Also es gibt ja immer so Klischees, über die sich lustig gemacht wird, was Volkshochschule angeht. Das ist dann irgendwie Ikebana für Linkshänder und gerade ne, orientalischer Tanz ist so ein Klischee dazu. Ja. Ich bin immer sehr vorsichtig, mich darüber lustig zu machen, weil oft das andere Hintergründe hat. Und vollkommen egal, warum jemand kommt oder welchen Inhalt er oder sie sich angucken will, mehr darüber erfahren will, das hat oft für das eigene Leben ganz, ganz unabhängig von dem Thema, mit dem man sich beschäftigt, eben Auswirkungen. Also gibt überhaupt, es das heute? Entschuldigung. Überhaupt rauszukommen, mit anderen in Kontakt zu kommen, andere kennenzulernen, das ist ja, für manche eben dann schon ein Schritt. Aber in der Klarheit, wie das vielleicht in den 50er, 60er Jahren war, gibt es das heute wahrscheinlich nicht mehr. Oder sehen Sie das doch noch? Ich sehe das, ja, in manchen Kulturen gibt es das noch, wo eben ungern gesehen wird, dass Frauen überhaupt das Haus verlassen. Und da finde ich das immer noch wichtig, einfach zu sagen, selbst das Leben in die Hand nehmen, Hintergründe erkennen, sich damit auseinandersetzen. Ja, Bildung ist einfach immer ein emanzipatorischer Akt. So ist es. Und der Bedarf ist dafür immer noch da. Wenn wir nochmal auf die Anfänge gucken, 1946, lese es einfach mal vor, der Einfachheit halber. Da schrieb die amerikanische Militärregierung zur Notwendigkeit von Erwachsenenbildung in Deutschland. Dadurch soll versucht werden, dem Volk demokratische Prinzipien und Lebensgewohnheiten beizubringen und ihm die Irrtümer der Nazi-Doktrin vor Augen zu führen. Jetzt könnte man natürlich sagen, gut, das kann ich jetzt irgendwo 2021 auch wiederfinden. Es gibt da auch einen gewissen Bedarf. Als Oberbürgermeisterin, als Volkshochschulleiterin, als Ministerin, können die Volkshochschulen das leisten oder wie können die Volkshochschulen das leisten, zu sagen, ihr macht dann einen Beitrag, versucht euch mal dem anzunähern, politische Bildung, holt die uns ran? Das macht die Volkshochschule in Aachen ja sehr gut. Also es gibt viele Beispiele, wo die Volkshochschule sich wirklich einmischt, da wo es auch Not tut. Also der runde Tisch gegen rechts ist eine Einrichtung, die mein Vorgänger schon auf den Weg gebracht hat, die in der Volkshochschule auch ihren Ort hat, wo wir eben Kräfte zusammenbringen, um eben gemeinsam in dieser Stadt gegen rechts vorzugehen, Projekte Demokratie leben. Aber auch, was ich besonders schätze, sind die Schwerpunkte auch des Programms, wo man auch immer thematischen Fokus ausrichtet auf die Themen, die gerade wichtig sind, Fridays for Future, nachhaltige Entwicklung, Frauen, also immer wieder den Blick auf die Themen, die relevant sind und das eben auch in unterschiedlichen Formaten. Also auch die Filme, die mir auch sehr wertvoll waren oder eben in Diskussionsveranstaltungen. Ich erinnere mich an eine Veranstaltung mit Heidmeier im Theater, wo auch ganz viele Schüler und Schülerinnen zu Gast waren, also wo eine Plattform gegeben wird, sich mit den Themen auseinanderzusetzen und auch nochmal einen Input in die Stadtgesellschaft, in die Bevölkerung zu setzen, über die Volkshochschule. Das ist auch nochmal ein Bildungsimpuls, nicht nur Bildung im Alltag, sondern die Volkshochschule hat auch einen ganz wichtigen staatlichen Auftrag, auch Themen zu besetzen, die auch unbequem sind. Man schafft damit ja auch Multiplikatoren im Grunde genommen. Also Menschen, die sich an der Volkshochschule informieren, gehen raus und berichten darüber. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Deswegen ist dieser erste Schritt zur Bildung ist eben sozusagen ja auch die Grundlage eigentlich, um dann weiterzugehen. Und ich würde jetzt mal behaupten, ohne das im Einzelnen zu wissen, die sozusagen das, was wir heute unter politischer Bildung stehen, war immer eine Aufgabe der Volkshochschulen. Partnerin, ich weiß es, weil das jetzt auch in mein Ressort fällt, immer auch die Landeszentrale für politische Bildung, das Thema Demokratieleben sozusagen als überwölbendes Thema. Und da sind natürlich diese Bildungsstätten wie die Volkshochschulen wahnsinnig wichtiger, eben auch dezentraler Anbieter dann. Und dass wir das brauchen, ich glaube, das müssen wir uns hier gar nicht gegenseitig versichern. Ja. Wenn wir so jüngere politische Entwicklungen ansehen, dann wissen wir, dass wir eigentlich noch viel mehr tun müssen, also an Aufklärung gegen jede Art von Extremismus, sage ich mal, übergreifend. Oder vor allen Dingen auch politisches Interesse fördern und dafür anbieten. Es geht ja gar nicht darum zu sagen, Demokratie du denkst üben falsch, sondern ja, genau. Ne? Es geht ja nicht darum zu sagen, du denkst falsch, wir sagen dir jetzt, wie es richtig geht, sondern den Menschen Spaß an der Politik vermitteln und Spaß an Demokratie, dass man das nach außen tragen kann eben. Und ich denke, das Angebot einfach, weil auch viele junge Menschen da sind, das sieht man ja, das Angebot kommt ja auch als solches gut an. Danke Ihnen erstmal für diese Runde. Der kleine Rückblick mit einem kleinen Ausblick, den wir gleich noch mit Ihnen auch noch machen werden. 75 Jahre Volkshochschule Aachen. Dazu hat es ein Preisrätsel gegeben. Das ist Ihnen bestimmt irgendwie untergekommen. Es war ein Magazin der Stadt. Es hat überall ausgelegen und darin waren viele, viele Fragen mit zum Teil überraschenden Antworten. Es gibt Gewinner, Gewinnerinnen und bevor wir die bekannt geben wollen, wird Holger Dux von der Volkshochschule Aachen die ganzen Fragen des Preisrätsels erst einmal auflösen. Wird 75 Jahre.
Da darf der Blick in die Vergangenheit natürlich nicht fehlen. Hierfür haben wir einen Quiz gestaltet. Und ich habe nun die angenehme Aufgabe, Ihnen die richtigen Lösungen dazu zu präsentieren. Ich werde im Folgenden die einzelnen Fragen vorlesen und dann hier auf einem Bild die Lösungen dazu vorstellen. Erstens, Upcycling, also neu nutzen statt wegwerfen. Wann gab es hierzu den ersten Kurs? Ja, es war 1946. Man hatte nicht viele Möglichkeiten, etwas Neues zu kaufen und hat deshalb alte Kleidungsstücke aufgehübscht und ergänzt. Zweitens, Notstand und Ordnung im Verkehr beschäftigen uns seit wann? 1963 gab es einen Lichtbildervortrag zum Thema von Günter Stetzer aus Essen. Und um was ging es in diesem Vortrag? Um die rasante Entwicklung des Autoverkehrs und die daraus entstehenden Folgen für die Stadt- und Siedlungsplanung. Damals ging es noch nicht um die autofreien Sonntage. Das war erst in den 70er Jahren. BürgerInnenbeteiligung zum innerstädtischen Autoverkehr. Ab wann im Programm? 1980 gab es eine Veranstaltung von Heri Schmitz, die 10 Doppelstunden lang gedauert hat. Und um was ging es in dieser Veranstaltung? Es ging um die Belästigung der BürgerInnen mit Verkehrslärm, es ging um die Gefährdung der FußgängerInnen und RadfahrerInnen und es ging natürlich, und deshalb hier das Bild vom Parkhaus am Büschel, das demnächst nicht mehr genutzt werden kann, um die Parkplatzsuche in den Innenstädten. Alternativbewegungen im Trend seit den 70er Jahren, unter welchem Namen jeweils im Programmheft. Wir finden dazu Veranstaltungen wie die sogenannte Alternativbewegung und ihr neuer Lebensstil, Wege zum glücklichen Leben in der Konsumgesellschaft und natürlich allen bekannt, der Seufzer keine Zeit. Fünftens, die Pilotanlage zur solaren Energieerzeugung der AG für Photovoltaik wurde wann an der Volkshochschule am Gebäude installiert. Hier ein historischer Zeitungsartikel. Das war 1989. Man sieht also nicht nur das erste Modell, die erste Solaranlage, sondern auch die Personen, die damals daran beteiligt gewesen sind. Ein Wettbewerb in der Region Aachen, ausgeschrieben, um den Charakter eines Ökoprofitbetriebs zu bekommen. Wann hat sich die VHS daran erfolgreich beteiligt? Wir sehen die Urkunde, die damals 2008 von Oberbürgermeister Dr. Jürgen Linden unterzeichnet wurde. What on Earth war der Titel einer Veranstaltung, in welchem Bereich? Es ging natürlich um Umweltthemen. Und es war kein Angebot aus Natur und Umwelt, aus Politik und Geschichte, sondern aus dem Sprachenbereich. Bleiben wir nochmal beim Verkehr. Kritik am Autoverkehr. Wann hieß es, tränende Augen und Atembeschwerden, eine notwendige Folge unserer Mobilität? Wir blicken zurück und blättern in den alten Programmheften. Es war 2003. Und dann ging es auch um das Thema Kaffee. Bei welcher der folgenden Veranstaltungen war das möglich? Es war natürlich einmal das Thema fairer Handel und die Kaffeekrise. Es ging aber auch um Die sündige Grenze, einen Film aus den 50ern, damals zum Thema Kaffeeschmuggel, der bis 1954 stattgefunden hat. Und es gab auch einen
Escher Ovent, das war ein Veranstaltungspunkt, wo also kurzweilig über bestimmte Themen mit Filmausschnitten, mit Texten im Escher Blatt, kleinen Gedichten und mit Gästegesprächen berichtet wurde. Schätzen Sie, wie viele Zeugnisse hat das College, also der Bereich der Schulabschlüsse, inzwischen vergeben können? Die Lösungen zeigen, 9.848 wäre die richtige Zahl gewesen. Sie sehen, bald ist die 10.000er-Hürde erreicht. Gymnastik in Kursen, getrennt für Männer und für Frauen. Heute vielleicht selbstverständlich. Wann wurde das hier bei der Volkshochschule in Aachen eingeführt? Es war 1963. Und beachten Sie bitte den Hinweis, die Turnhalle ist mit allen Bussen, die Richtung Haaren und Würselen fahren, zu erreichen. Seit wann können BürgerInnen die Wege gegen das Vergessen mitgestalten? Es ist also über 20 Jahre her, 1997 wurde ein neues Projekt gestaltet, an dem sich BürgerInnen beteiligten. Und wir sehen hier 2001 die Ergebnisse, nämlich die erste Tafel, die damals am Aachener Rathaus montiert wurde. Kultur macht stark. Das steht für den Deutschunterricht, der mit Sport und Spaß verbunden ist. Es waren Sommerkurse. Und wie wurden diese Kurse genannt? Man war da fantasievoll. Man hatte den Titel Sound of the Suburbs, Spirit of the Suburbs, es gab Sense of the Suburbs and Stars of the Suburbs. Jedes Jahr ein neues Thema. König Fußball ist vielen ein Begriff. Die Volkshochschule Aachen gestaltete damals mit Fachleuten Wanderausstellungen, die durch die ganze Republik getourt sind. Es gab zwei. Die Lösung wäre richtig gewesen. Der erste Titel vom Spielkaiser zu Bertis Buben, also eine Ausstellung über den Fußball, wo Männer mitspielen. Und ganz neu, ganz aktuell damals, 2005, das ist also eine Ausstellung, das war damals Sünde, über die Geschichte des Frauenfußballs in Deutschland gegeben hat. Und wir sehen hier, es gab keinen Wanderpokal für die Fußballnationalmannschaft der Frauen, sondern ein Kaffeegeschirr. Die letzte Frage lautet, seit wann gibt es denn eine Website der Volkshochschule, wo Sie sich über die neuesten und aktuellen Angebote informieren können? Die Auflösung ist richtig. 1999, die Internetadresse hieß damals www.vhs.exnet.com. Und wenn Sie sich daran erinnern und alle Fragen richtig beantwortet haben, dann haben Sie die Möglichkeit, an einer Verlosung teilzunehmen. Es werden zwei Fahrräder bereitgestellt, einmal von Bike Components und einmal von Velo in Aachen. Und ja, ich hoffe, dass man also bald hier den glücklichen Gewinner, die glückliche Gewinnerin begrüßen kann. Bleiben Sie der Volkshochschule gewogen, schauen Sie an und ab in unsere Programmangebote, entweder in der gedruckten Form oder auf der Internetpräsentation. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Da sind wir zurück. Jetzt kennen Sie alle Antworten, aber was Sie noch nicht wissen, ist, wer hat gewonnen. Und das wird uns Beate Blügel verraten. Ja, die Spannung wächst ins Unermessliche. Wenn ich hinten anfange, kann ich schon mal sagen, alle, die mitgemacht haben, bekommen eine solche wunderschöne VHS-Tasse, damit es sich gelohnt hat, denn groß, die Fragen waren gar nicht so leicht. Und da sind wir, da, wunderbar, das sind die Volkshochschultassen, sehr schön. Aus denen alles besonders gut schmeckt. Dann haben wir ein paar Teilnehmende, die Gutscheine für VHS-Veranstaltungen bekommen, aber die beiden Hauptpreise sind ja zwei Fahrräder, dank unseren Sponsoren Bike Components und Velo.
Und ich freue mich sehr, dass der zweite Preis von unserer Oberbürgermeisterin bekannt gegeben wird. Das eine Fahrrad geht an. Geht an Antonia Geier. Herzlichen Glückwunsch. Und der erste Preis, das Fahrrad geht an Claudia Beisicht. Auch von mir herzlichen Glückwunsch. Es fehlt eigentlich so ein Tusch. Ja, genau. Und alle Preisträger werden natürlich Anfang der Woche von uns informiert und dann werden wir eine wunderschöne Preisübergabe machen. Danke sehr. Danke fürs Mitmachen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist. Ich fand viele Fragen sehr überraschend in der Antwort. Danke nochmal an Holger Dux, dass er das alles für uns so auseinanderklamüsert hat, um genau zu sagen, was die einzelnen Fragen waren. Am überraschendsten, das hatten wir gerade in der Runde, war eigentlich, dass schon 1946 mit dem Upcycling begonnen wurde. Damals nach dem Krieg hieß das natürlich nie Upcycling. Da hieß das, Frau Blöckel, aus Alt macht neu. Aus Alt macht neu. Aus Alt macht neu. Aber das Prinzip ist das gleiche. Und wir erleben es ja heute auch, dass es wieder ganz groß im Kommen ist, im Sinne von Nachhaltigkeit. Also manche Dinge wiederholen sich dann auch durchaus im positiven Sinne. Wir haben gerade schon das College angesprochen hier an der Volkshochschule Aachen. Die Möglichkeit, also einen Schulabschluss nachzuholen, entweder wenn man ihn gar nicht hatte oder den eigenen Schulabschluss ein bisschen zu pimpen auf die nächste Stufe. Und College-Teilnehmer, College-Teilnehmerinnen, klingt ein bisschen drösch, aber da stecken ganz viele Schicksale hinter. Wenn Menschen sagen, ich mache meinen Abschluss vielleicht das erste Mal oder ich habe die Möglichkeit, einen höheren Abschluss zu finden. Und einige dieser Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben den Mut gefasst und zusammen mit dem Filmemacher Olat Aden einen Film gemacht, in dem sie sich selber vorstellen und wir natürlich charmant durch die Hintertüre auch ein bisschen das College selber kennenlernen und den Film, der gemacht wurde. Sehr charmant, sehr unterhaltsam, viel Spaß damit. Ich bin die Larissa, 16 Jahre alt, ich komme aus Aachen und ich gehe auf der VHS, weil ich meinen Abschluss nachmachen möchte. Also ich bin Laura, ich bin 19 Jahre alt, ich komme aus Stolberg und ich bin momentan Schülerin in der VHS in MB3. Also ich bin die Marinella, ich bin 21 Jahre alt, ich bin aus Albanien, ich besuche zurzeit die Schule VHS. Ich heiße Dilşad, ich komme aus Demirak, ich bin seit 5 Jahren in Deutschland, hier genau in Aachen. Und seit 2-3 Jahren ich bin in der VHS in Aachen und ich möchte nach 10. Klasse eine Ausbildung als Fotografin machen. Ich heiße Semra Altintas. Ich lebe seit 11 Jahren in Deutschland. Ich heiße Esdin, ich komme aus dem Irak. Ich bin seit ungefähr 3 Jahren in Deutschland und ich habe die 9. Klasse Abschluss hier gehabt. Und ich mache meinen Hauptabschluss 10. Klasse und ich möchte Krankenpfleger werden. Ich heiße Sabrina Schumacher, ich bin 35 Jahre alt. Ich habe 3 Kinder, die sind 6, 7 und 10. Ich habe meinen Abschluss hier an der VHS gemacht und jetzt mache ich mein Abitur am Weiterbildungskolleg in Würselen. Die Gründe, warum man seinen Schulabschluss nicht schafft, die sind so vielfältig und die liegen eigentlich nie in einem Menschen selbst, sondern die liegen immer in den Umständen, unter denen ein Mensch aufwächst oder aufwachsen muss. Hallo, ich bin Faisal Maki. Ich bin seit 3 Jahren in Deutschland, hier in VHS Aachen. Ich bin seit 3 Semester, 1,5 Jahren. Und ja, ich mache hier meinen Realschulabschluss. Mein Name ist Morten Dost. Ich bin 23 Jahre alt. Ich bin jetzt seit 3 Semestern, also 1,5 Jahren bei der VHS und ich mache meinen Realschulabschluss. Also bei uns gibt es so einen Mathelehrer, heißt Ali. Also der hilft mir immer so, wenn ich Frage habe oder wenn ich so, egal was ich habe, der meinte so, kannst du zu mir kommen, anrufen, egal wenn so, kannst du mir immer fragen und so weiter. Das finde ich echt krass. Ich habe während meiner Phase, in der ich nicht in der Schule war, irgendwann eine Faszination für Uhren entwickelt und habe mir dann auch ziemlich schnell überlegt, Uhrmacher zu werden. Und da fehlten mir halt sämtliche Schulabschlüsse für und dann war ich halt unglaublich dankbar, als ich gesehen habe, dass es so ein Angebot gibt, hier dann den Schulabschluss nachzuholen. Mein Name ist Amada. Ich bin seit 4 Jahren in Deutschland. Also ich mache den Schulabschluss seit einem Jahr. Mein Name ist Jacqueline Hanne-Kielmas. Ich bin 2012 und 2014 hier gewesen. Und ich kann nur sagen, das war die beste Schule, die ich je besucht habe. Also alle Regelschulen oder Sonstiges waren für mich nicht, die haben mir nicht geholfen. Und hier bin ich auf Lehrer gestoßen, die wirklich jeden im Kurs mit übers Meer bringen wollten. Ne? Jeder sollte es schaffen. Hallo, ich bin die Oyesindi Yenguvena. Ich komme aus Nigeria. Ich mache meinen Mittelreifeabschluss hier im VHS. Mein Name ist Besim Osman.
Osmanay. Ich habe dieses Jahr meinen Hauptschulabschluss nachgeholt hier. Ich komme aus dem Kosovo, da konnte ich nicht das machen. Und als ich hier kam, dann ich wollte Krankenschwester Ausbildung machen als Krankenschwester, aber ging es nicht ohne Hauptschulabschluss. Und VHS hat mir die Möglichkeit gegeben, dass ich mein Traumberuf wahr wird. Ich bin Zakir Sheikh Mustafa, ich bin 22 Jahre alt. Ich bin seit 2017 hier in dieser Schule. Ja, zwar nicht mehr, weil ich die Schule schon abgeschlossen habe, die mittlere Reifeabschluss. Und das ist die letzte Semester hier in der Schule. Und damit habe ich den Realabschluss bekommen. Und ich bin gerade bei WBK-Schule in Wurselin. Will ich mein Fachabi absolvieren, dann musste ich an der Uni studieren als IT. Herzlichen Glückwunsch, VHS, zum 75. Geburtstag. Ich wünsche euch viel Erfolg und viel Gesundheit und macht weiter so. Herzlichen Glückwunsch, VHS Aachen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, VHS Aachen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, zum 75. Geburtstag, liebe VHS. Herzlichen Glückwunsch zum 25. Geburtstag, VHS. Okay, jetzt aber 75. 75. Herzlichen Glückwunsch zum 75. Geburtstag, VHS. Herzlichen Glückwunsch, VHS Aachen, zum 75. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, VHS in Aachen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, VHS Aachen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebe Fachhochschule. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, VHS Aachen. Happy Birthday, VHS, zum 75-jährigen Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, VHS Aachen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, VHS Aachen. Ich wünsche euch alles Gute und dass ihr alle gesund bleibt und viel Erfolg bei der VHS. Peace out. There you go. Nice. Peace out. Wir sind auch wieder da. In einer Runde mit einem neuen Gesicht. Lisa Westkamp, ich hatte vorhin schon gesagt, dass sie da sein würde. Herzlich willkommen jetzt. Ich stelle sie noch mal kurz vor für die, die ganz am Anfang nicht dabei waren. 20 Jahre jung, das jüngste Ratsmitglied in der Stadt Aachen, für die Grünen seit dem letzten Jahr schon da. Und ja, man kann sagen, ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, zum Vorsitz des Betriebsausschusses der Volkshochschule Aachen. Damit sind wir natürlich ganz klassisch bei der Möglichkeit, einen ganz jungen Menschen zu fragen, was er denn von einer so eher ehrwürdigen Einrichtung wie der Volkshochschule Aachen hält. Frau Westkamp, hat sich Ihr Blick geändert, seit Sie die Vorsitzende des Betriebsausschusses sind? Ach so, wir hatten vereinbart, wir können die Masken runternehmen, wenn man reden. Okay, dann tue ich das sehr gerne. Sehr gerne. Mein ich habe es auch vergessen, by the way. Nee, mein Blick hat sich definitiv geändert. Also mir war von vornherein klar, dass die Volkshochschule existiert und dass sie irgendwie Weiterbildung in einem gewissen Sinne macht, war mir auch bewusst. Aber wie breit gefächert das Angebot wirklich ist und wie viel Einfluss die Volkshochschule auf wie viele Menschen überhaupt hat, war, also dafür hatte ich absolut gar kein Gespür. Und das hat definitiv dieser Vorsitz, beziehungsweise jetzt auch die Aufgabe mit dem VHS-Ausschuss definitiv geändert. Also ich habe auch interessante neue Menschen dadurch kennengelernt und dadurch auch mein Blick auf Bildung geändert. Also ich glaube, dieses Thema Schule, worum sich immer sehr viel dreht, wo auch sehr viel Fokus immer drauf liegt, wird da nochmal in ein ganz anderes Bild gerückt, dass Bildung viel, viel mehr ist als die ersten, als bis zum 18. oder 19. Lebensjahr, sondern dass genau danach eigentlich auch die Bildung erst, genau, wie mit der Bildungskette beschrieben, gerade auch erst weitergeht und dass die Volkshochschule auch viele Leute auffängt, die vielleicht durch unser, ich sag mal, normales Schulsystem oder durch das normale Schulraster eben durchfallen, dass eben diesen Job, den das College übernimmt, dass unheimlich wichtig ist und dass Volkshochschule auch ein Ort ist, wo sich Menschen treffen können, Menschen mit gleichen Interessen aufeinandertreffen in den verschiedensten Angeboten, dass Menschen sich politisch bilden können, dass Menschen kreativ sein können. Und das hatte ich am Anfang absolut nicht auf dem Schirm. Also das war für mich Weiterbildung, aber inwiefern genau hätte ich, also ich hätte das so nie eingeordnet. Sie haben von sich selber gesagt, Sie wollten immer schon aufbrechen. Sie kommen aus Ulm, eigentlich in der Haupt-, also
sind da groß geworden, wenn man das so sagen kann. Sie wollten nicht nach München, weil ihnen das zu nah war am Elternhaus, sondern sie sind dann in Aachen gelandet für Maschinenbau, was man in Aachen dann auch nochmal an der Stelle eigentlich besonders betonen muss, für Maschinenbau. Stimmt. Was kann dieser Wunsch nach Aufbruch, finden Sie sich da in der Volkshochschule wieder oder wie finden Sie sich da wieder? Auf jeden Fall. Also ich glaube, ich war schon immer ein Mensch, der irgendwie gerne die Welt sehen wollte. Ich war auch in der 10. Klasse dann im Ausland, wo meine Eltern auch immer gesagt haben, um Gottes Willen. 5 Monate Neuseeland? Ja, ja, genau. Um Gottes Willen unser kleines Mädchen. Aber ich glaube, das ist auch gerade das, was die Volkshochschule kann. Diese Neugier und dieser Wille nach Wissen, den zu stillen und da eine Möglichkeit zu geben, diese Neugier ausleben zu können. Und das ist auch genau das, was mich dazu getrieben hat, in eine andere Stadt zu gehen, was anderes zu sehen und auch dann einfach mein eigenes Ding zu machen. Zu sagen, ich bin neugierig, ich will neue Leute kennenlernen, ich will eine neue Umgebung haben, ich möchte für mich ein Leben irgendwie neu aufbauen. Und ich glaube, das ist auch das, was VHS eben kann, diese Neugierde aufgreifen und damit super tolle Konzepte kreieren. Aus Sicht Ihrer, ich sage das jetzt nochmal, es klingt so blöd, aber aus Sicht Ihrer jungen Jahre, kann eine Volkshochschule das auch proaktiv, wenn man hingeht und sagt, ja, ich kann Neugierde befriedigen, aber macht eine Volkshochschule neugierig oder wie könnte eine Volkshochschule neugierig machen? Ich glaube sehr wohl, dass eine Volkshochschule neugierig macht, allein durch das breit gefächerte Angebot, was ich eben schon mal erwähnt hatte. Also da sind auch Sachen dabei, wo man sagt, okay, hätte ich mich nie mit beschäftigt, aber ich probiere es mal aus. Oder dadurch, dass ja auch wirklich sehr viele Menschen die Volkshochschule besuchen, dass man sagt, hey, ich habe eine Freundin, ich gehe da mal mit, ich gucke mir das mal an. Und ich glaube, dass das gerade auch wichtig ist, zu sagen, man lernt neue Sachen kennen, man kommt irgendwie durch die verschiedensten Leute in neue Bereiche rein. Und ich gehe davon, also ich empfinde das so, dass Volkshochschule das auf jeden Fall kann, ja. Klingt nach einer glatten 1, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Für die Volkshochschule Aachen. Ich bin wirklich sehr, sehr überzeugt von der Arbeit. Also ich finde das, je mehr ich mich damit beschäftige, desto faszinierender finde ich das. Also. Sind Vorsitzender des Betriebsausschusses der Volkshochschule Aachen, da geht es um Geld und das scheint aber ein recht krisensicherer Posten zu sein, Frau Ministerin, denn Sie bringen gute mehr, wie man so sagt, es gibt mehr Geld. Die Landesregierung hat die Novellierung des Weiterbildungsgesetzes beschlossen. Ab dem 1. Januar soll das gelten. Was heißt das denn konkret? Also das Geld ist das eine, das Gesetz ist das andere. Wir haben ja vor 3 Jahren angefangen. Damals gab es harte Sparauflagen, die haben wir als erstes mal zurückgenommen. Und jetzt gibt es auch, ich sag mal, finanzielle Aufwüchse. Ein besonderes Anliegen, was der Finanzminister Gott sei Dank akzeptiert hat, war eben eine namhafte Erhöhung auch der Finanzierung eben genau dieser Kurse, Hauptschulabschluss und weitere rückführende Abschlusskurse, weil ich ja vorhin schon gesagt habe, dass ich das wirklich eine wahnsinnig wichtige Einrichtung finde und auch eine sehr beeindruckende. Und wir haben aber auch solche Dinge angestoßen. Das liegt nun daran, dass ich ja ein Haus führe, wo das alles zusammen ist, eben nicht nur Kultur und Wissenschaft, sondern auch Weiterbildung, haben wir gesagt, wir wollen die kulturelle Weiterbildung, eben die kulturelle Bildung auch für junge Erwachsene an die Volkshochschulen und Weiterbildungseinrichtungen bringen, weil wir auch da ein großes Potenzial und auch noch etwas sehen, was unausgeschöpft ist, also das kreative Element. Was könnte das denn konkret heißen, wenn ich Sie unterbrechen darf? Also an welche Kurse grob vom Thema her denken Sie? Theater, alles was zum Beispiel mit Theater zu tun hat. Und Theater spielen solche Themen. Das ist aber eine riesen Bandbreite. Wir sind ja nicht dazu da, dann den Volkshochschulen zu sagen, ihr müsst jetzt mal das machen, sondern da sitzen ja genügend absolut geschulte Menschen, die wissen, wie man gute Angebote macht. Also das ist so ein Thema, was mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, weil ich finde, dass wir, weil das ja oft im Moment muss man jetzt, und das ist nicht nur ein nordrhein-westfälisches Problem, in den Schulen nicht in umfangreichem Maße passiert, dass man die Türen aufmacht für Beschäftigung mit Dingen, die man im klassischen Kanon jetzt nicht so lernt, sind natürlich solche Angebote auch eine große Möglichkeit. Und für junge Erwachsene haben wir gesagt, so ab 18 bis 27, also die da auch einfach nochmal kreativ tätig werden wollen. Das Weiterbildungsgesetz, um das jetzt auch nochmal schnell zu sagen, das ist wirklich eine umfassende Novellierung mit vielen Dingen, die wir jetzt hier im Einzelnen nicht alle vortragen können. Aber wichtig sind, glaube ich, auch da solche Ideen wie das
zukünftig die Weiterbildungseinrichtung eine sogenannte Entwicklungspauschale bekommen. Das heißt, das ist einfach Geld, um neue Dinge auszuprobieren. Es soll einen sogenannten Innovationsfonds geben, wo man sich bewerben kann mit kreativen neuen Ideen. Also auch um Impulse zu geben, dass sich eben Weiterbildungseinrichtungen auch in die Zukunft entwickeln können. Das sind auch Teile dieser Gesetzesnovellierung. Aus Respekt, den haben Sie vorhin schon ausgesprochen, vor der Arbeit, die Volkshochschulen überhaupt absolut im Land leisten. Und auch dem Potenzial, was da steht, im Sinne lebenslanges Lernen. Und was ich immer auch sehr wichtig finde, auch wegen der sehr dezentralen Strukturen, das heißt, man kann wirklich in der ganzen Fläche des Landes Nordrhein-Westfalen, was ja nicht eben klein ist und auch sehr unterschiedliche Lebensräume hat, kann man eben durch diese wirklich tolle Struktur auch das Angebot für viele machen. Wird das sich entspannen, Frau Blögel? Die Taz hat zum 100-Jährigen mal etwas überspitzt formuliert, hungrige Geister und leere Kassen. Wird sich das durch die Novellierung, durch die Gelder, die jetzt kommen sollen, entspannen? Können Sie anders planen? Es wird sicherlich besser. Ich finde auch das, was gerade erwähnt worden ist, diese Entwicklungspauschale und den Innovationsfonds sehr, sehr gut. Beim Innovationsfonds kann ich sagen, der ist für dieses Jahr schon eingerichtet worden. Da konnte man sich schon bewerben. Genau. Da finde ich den Gedanken auch gut. Volkshochschulen sind extrem gut vernetzt auch, dass man bei dem Innovationsfonds beantragen kann, wenn man nicht alleine irgendwas machen will. Und da haben wir, glaube ich, die Besonderheit hier in Aachen, wir haben ein Netzwerk Weiterbildung, wir waren 16 Einrichtungen, die beantragt haben. Zufällig hat das dann der Sprecher dieses Netzwerks ist, hat das beantragt. Aber wir stehen alle 16 Weiterbildungseinrichtungen, die nach dem Gesetz gefördert werden, zusammen und stecken dieses Geld jetzt zunächst mal in Digitalisierung, nämlich in didaktische Fortbildungen für diejenigen, die Kursleitenden, die den Unterricht machen. Und Digitalisierung ist für mich sicher, auch wenn wir jetzt über die Zukunft sprechen, so ein Thema, eine große Frage. Und ich glaube, das wird sicherlich das Angebot der Volkshochschulen verändern, weil es das Angebot erweitern wird. Ich glaube, dass wir weiter auf alle Fälle die Präsenzangebote haben werden, aber dass wir jetzt auch die Menschen erschließen, die eben nicht so viel Zeit haben oder es gewohnt sind, Angebote digital wahrzunehmen. Oder eine wunderbare Möglichkeit, wir haben ein Angebot Wissen Live, heißt das. Bundesweit werden da großartige Veranstaltungen digital ausgestrahlt, wo man sich dann mit Nobelpreisträgern unterhalten kann. Das schafft keine einzelne Volkshochschule, auch die größte in München nicht durchgängig. Und wenn man sich aber zusammentut, es gibt 900 Volkshochschulen in Deutschland, dann kann man solche Premium-Angebote machen. Dann können wir überlegen, ob wir beisteuern, dass man mit dem Karlspreisträger ins Gespräch kommen kann. Und andere haben eben andere großartige Vorträge oder Veranstaltungen. Und die, da finde ich, macht es ganz viel Sinn, dass man die dann digital wahrnimmt. Aber nach wie vor werden wir auch hoffentlich bald wieder Veranstaltungen in Präsenz haben, wo man sich tatsächlich treffen kann. Meinen Sie, die Synergie wird überwiegen? Ich meine, die Menschen, die uns jetzt im Netz zugucken, können das theoretisch von Mallorca, wenn sie vielleicht da gerade im Urlaub sind, in der Schweiz oder beim afrikanischen Kontinent gucken. Das schafft natürlich auch große Konkurrenz, weil in Aachen haben Sie ein Alleinstellungsmerkmal mit Ihrem Angebot. Kein Alleinstellungsmerkmal, wir haben natürlich auch andere Bildungsstätten, aber als Volkshochschule haben Sie die Möglichkeit, sich da gut zu positionieren. Als eine Volkshochschule von 130 in Nordrhein-Westfalen oder 900 sind es, glaube ich, in der Bundesrepublik, ist es natürlich plötzlich ganz anders. Da heißt es, naja, das machen die, wo gucke ich denn jetzt? Also was schätzen Sie, wohin wird die Richtung gehen? Muss man sich synergetisch zusammenschließen, damit es sich nicht kannibalisiert? Oder kann sich eine einzelne Volkshochschule so profilieren, dass man auch in Zukunft sagt, nee, das mache ich bei der Aachener, weil das ist meine Heimatverweis? Ich würde das mit einem klaren Sowohl als auch beantworten. Also ich glaube, dass natürlich diese großen Meilensteinveranstaltungen, die funktionieren nur, wenn man sich zusammenschließt. Aber eine Veranstaltung vor Ort, also Kurse, die ich besuche oder wenn es um die Kommunalpolitik geht, um kommunale Fragen. Wir haben heute noch wieder eine Veranstaltung auch auf dem YouTube-Kanal, wo es eben um Stadtentwicklung, Stadtplanung geht. Das brauche ich nicht in der großen, weiten Welt zu diskutieren, sondern das ist hier vor Ort. Und das wird, glaube ich, auch immer wichtiger, weil gerade, also je globaler die Welt wird, umso mehr interessiere ich mich auch über das, was um mich herum passiert. Hat nicht da auch Corona einen ordentlichen Schubs gegeben, so einen sanften Tritt in den Hintern, dass das sich plötzlich dahingehend verändert? Wenn wir Corona nicht hätten, wären wir heute so digitalisiert, wie wir das sind, weil wir es müssen? Mit Sicherheit hat das einen ganz großen Schubs gegeben. Aber es wird gleichzeitig eben auch deutlich, wo die Grenzen von Digitalisierung sind.
Und wenn ich jetzt höre, wie viele Menschen allmählich sagen, ach, das ist ja alles ganz gut und schön, schon wieder eine Videokonferenz, aber ich möchte auch mal wieder wirklich Menschen treffen. Das haben wir ja eben auch schon gesagt. Das wird dadurch, finde ich, ganz besonders deutlich, dass ich wunderbar Videokonferenzen haben kann, ganz bequem von zu Hause aus. Ich merke inzwischen, dass ich gar nicht mehr so genau sagen kann, in welchem Zusammenhang ich was gehört habe, weil früher wusste ich, ach, das war in Düsseldorf oder das war da und da. Und jetzt ist alles nur noch dieser Bildschirm. Also tatsächlich eine Auseinandersetzung zu haben, sich auszutauschen, das wird auf alle Fälle, das ist so menschlich, das werden wir weitermachen wollen und das wird das andere nicht ersetzen. Also die Grenze des Digitalen ist nicht das Technische, sondern das Soziale. Ja. Sie sind, ich sag mal so Millennial, also jemand, der um 2000 geboren ist. Ist das für Sie natürlicher, sich so zu, oder merken Sie auch im Studium, es fehlen die Kommilitonen, die Kommilitoninnen, die Freundinnen, dieses, ich sag mal, lachend aus dem Hörsaal rausgehen, noch auf den Kaffee, gegenüber ins Café. Ist das für Sie vertrauter, sich so dermaßen digital darzustellen und auch zu leben? Oder merken Sie auch so für sich eine Grenze im Sozialen? Also ich gehe mal davon aus, dass es für mich vertrauter ist als für ältere Menschen, keine Altersgrenze genannt. Aber natürlich sind dem Ganzen Grenzen gesetzt. Also die Klausuren, also ich stecke mitten in meinen Klausuren im Moment, das ist das beste Beispiel. So die ersten 4-6 Wochen kann man sich jeden Morgen noch alleine motivieren, irgendwie, okay, ich stehe jetzt um 8 Uhr auf und fange um 8:30 Uhr an zu lernen und dann mache ich das. Und man merkt, dass mit der Zeit prokrastiniert man dann doch so ein bisschen mehr und macht dann doch eine Stunde länger Mittagspause. Und wir haben jetzt auch mittlerweile angefangen zu sagen, hey, wir machen für jede Klausur, machen wir morgens ein Zoom-Meeting. Und auch wenn wir nicht wirklich viel miteinander sprechen oder auch wenn man nur miteinander ein paar Fragen klärt, einfach, dass man eine Gruppe hat, mit der man sich, auch wenn es jetzt im Moment nur digital ist, dass man sich trifft. Und dass man eine gewisse Kontrolle oder auch einen gewissen sozialen Druck hat, zu sagen, nee, ich stehe jetzt auf und ich mache das jetzt. Und natürlich fehlen die Lernräume, die Bibliothek, sich mit Kommilitonen auszutauschen. Das kann durch diese Zoom-Konferenz in gewisser Weise etwas ersetzt werden. Aber ich glaube, wir werden alle wieder sehr, sehr froh sein, wenn die Lernräume wieder öffnen können, wenn man wieder in normale Vorlesungen gemeinsam gehen kann, weil es auch eine komplett andere Motivation hat. Also es hat eine ganz andere Motivation, morgens aufzustehen, gemeinsam mit Kommilitonen in eine Vorlesung zu gehen, sich auszutauschen, zwischendrin vielleicht noch Fragen gleich zu klären, die man hat, als wenn man ein Video hochgeladen bekommt, man sich das Video anschaut und irgendwie für sich alleine am Schreibtisch sitzt. Und ich glaube, dass das auch die Grenzen der Digitalisierung definitiv sind. Das ist ja auch das, was dann eine Volkshochschule ausmacht, dass man sagt, man hat einen Raum, wo man Gleichgesinnte treffen kann, wo man sich gegenseitig motivieren kann, Sprachen lernen kann, gemeinsam die irgendwie ausprobieren kann. Und dass das für mich vielleicht ein bisschen normaler oder alltäglicher ist, weil man in der digitalisierten Welt aufgewachsen ist, diese ganzen Medien zu nutzen, definitiv. Aber das ersetzt deswegen in keinster Weise den alltäglichen sozialen Kontakt, den man hat, weil allein die Motivation ist eine komplett andere, morgens dann aufzustehen, wenn man weiß, man trifft sich mit seinen Leuten und macht das Selbstdisziplin gemeinsam. Ist so ein Begriff, der da plötzlich wieder ganz groß wird. Ne? Also dieses, definitiv. Was Sie gerade gesagt haben, man muss sich hinsetzen, ob man jetzt Lust hat oder nicht. Ja. Man muss sich an den Schreibtisch setzen. Wenn wir über Ausblick reden, Frau Blügel, gibt es etwas, wo Sie sagen, da sehe ich meine Volkshochschule in 10 Jahren, da arbeiten wir jetzt drauf hin, da wollen wir hin. Vielleicht mal ein neues Gebäude. Ich habe dieses Thema ausgespart bislang. Dafür haben Sie mich, ja. Wir sind sehr froh, dass wir an zentraler Stelle in Aachen sind. Und es wäre sehr, sehr schön, wenn wir in einem noch schöneren, neueren, aktuelleren Gebäude wären. Ein kleiner Wunsch an der Stelle, es ist ja gerade entschieden worden, dass am Büchel an noch zentralerer Stelle, direkt quasi am Marktplatz, dass da jetzt eine Freifläche entstehen soll. Und da ist auch immer die Rede davon, dass die Volkshochschule da einen Teil mit beitragen kann. Meine Vision wäre, jetzt nicht für die gesamte Volkshochschule, aber einen Teil dazu haben, wo man wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Stadt mit unterbringen kann, wo wir eine Art, wie man ein römisches Forum haben könnten. Da geht man hin, da weiß man, da findet man auf alle Fälle irgendwas Interessantes. Da sind Ausstellungen, da sind Veranstaltungen von Filmen über Podiumsdiskussionen,
über, weiß ich nicht, Märkte, die man da abhalten kann mit Wissensständen. Das wäre vielleicht mal so die erste Vision für in 5 Jahren. Das klingt aber machbar. Gibt es etwas für Sie, Frau Weska, wo Sie sagen, das vermisse ich? Das würde ich mir so als junger Mensch an der Volkshochschule noch wünschen? Oder sind Sie im Moment, na, sagen wir mal, wunschlos glücklich? Also ich muss an der Stelle wirklich sagen, dass ich finde, dass die Volkshochschule in der Hinsicht, was Entwicklung und irgendwie neue Angebote angeht, wirklich einen unglaublich guten Job macht. Also ich habe das Gefühl, da wird immer wieder evaluiert, welche Angebote werden angenommen, wie entwickeln sich auch Trends oder wie entwickelt sich die Zeit. Und dem wird das, finde ich, sehr, sehr gut angepasst, auch natürlich im Rahmen der Möglichkeiten, die man irgendwie hat. Also ich kann jetzt nichts benennen, wo ich sage, das ist ein Thema, was an der VHS nicht bedient wird oder wo ich sage, das ist irgendwie eine moderne Sache, die vielleicht noch nicht aufgegriffen wurde, sondern ich finde, dass da sehr, sehr drauf geachtet wird und dass sich die Volkshochschule auch immer, also sehr, sehr zeitgemäß mitentwickelt. An der Stelle vielleicht, ich habe ja eben schon die Freiberufler erwähnt, die unsere Trendscouts sind. Aber natürlich ist das alles auch nur möglich mit einem super tollen, engagierten Team. Wir sind knapp 100 Leute, die daran arbeiten und die eben genau solche Dinge überlegen und die kuratieren, haben Sie eben gesagt, also die wirklich sehr, sehr hinter dem Programm stehen. Und denen kann ich an dieser Stelle nur besonderen Dank sagen. Haben die sicherlich auch verdient, nachdem, was wir jetzt alles so gehört haben, mit Lob überschüttet. Im Prinzip müssten Sie da, wo Sie gerade die Maske aufsetzen, rote Ohren haben vor lauter Stolz. Frau Ministerin, vielleicht an Sie die letzte Frage in der Runde. Die Volkshochschulen in Aachen, in Nordrhein-Westfalen, die ja zu Ihrem Beritt gehören, sind die da, wo Sie die gerne hätten? Oder sehen Sie Potenzial zu sagen, ich würde mir wünschen, die Volkshochschulen werden sich in den nächsten 5 oder 10 Jahren in diese Richtung einbringen, weil... Ist jetzt sehr offen gestellt, oder haben Sie das Gefühl, das ist einfach so, das geht gut bei Fuß, die sind da, wo ich sie gerne hätte? Nein, ich finde, das Beispiel Aachen ist ja jetzt wirklich etwas, wo man sagen kann, dass eben genau diese Offenheit auch für Entwicklungen, für neue Themen wirklich auch sehr schnell umgesetzt wird, dass das gut funktioniert. Ich würde jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen, dass das an allen Orten gleich gut ist, da gibt es einfach Unterschiede. Aber ich glaube, dass sozusagen die Scouts, wie Sie sie nennen, also diese wirklich Frage, was sind die Themen der Zeit, die Menschen fasziniert, wo sie mehr wissen wollen, wo sie sich auch mehr Wissen aneignen wollen, das ist, glaube ich, sozusagen einer der Erfolgsschlüssel. Natürlich müssen sie auch anständig ausgestattet sein, dass sie sich das leisten können, sage ich mal. Das ist dann der Job des Landes, neben dem natürlich auch der Kommune. Das sind Entwicklungen. Und ich glaube, dass man wirklich noch sehr seine, dass die Volkshochschulen eigentlich auch ein gutes Vorbild sind, wie vielleicht die Gesellschaft sonst auch funktionieren sollte, dass man viel offener sozusagen seine Antennen in alle Richtungen streckt. Wenn ich eben gesagt habe, das Thema Kultur beispielsweise, der Kontakt mit Künstlerinnen und Künstlern stellt hier ganz andere Dinge sozusagen in den Mittelpunkt, als wenn man mit einem politischen Bildner redet. Und diese Vermischung und immer auch zu überlegen, was kann man interdisziplinär machen, das Thema politische Bildung, Demokratiebildung nimmt jetzt, glaube ich, in den nächsten Jahren wieder eine viel größere Stellung an. Wir haben ja eigentlich gedacht, wir hätten es im Griff, wir haben es nicht im Griff, das wissen wir einfach in den politischen Entwicklungen. Also gibt es da einen wirklich großen Aufklärungsbedarf. Das kann man aber zum Beispiel auch mit kulturellen Mitteln sehr gut machen. Und also ich glaube, dieses Interdisziplinäre, das kann man immer noch weiterentwickeln. Aber ich mache mir eigentlich um die Volkshochschule in Aachen keine Sorgen. Ein wunderbares, fast Schlusswort, aber ganz am Ende sind wir noch nicht. Aber Ihnen dreien auf jeden Fall herzlichen Dank für die interessanten Einblicke, Frau Ministerin, Frau Weskamp, Frau Blügel als Direktorin der Volkshochschule Aachen. Es ist Ihre Veranstaltung quasi gewesen, 75 Jahre Volkshochschule Aachen, die wir, falls Sie am Anfang nicht dabei waren, gerne im Krönungssaal natürlich gemacht hätten, mit vielen, vielen Menschen, mit allem, was man bei so einem wunderbaren Jubiläum erwartet. Es ist das eigentlich nicht minder wunderbare alte Straßenbahndepot der Stadt Aachen geworden, in der Talstraße, wunderbar umgebaut. Wir sind hier im Online-Studio und im Theater, oft, wenn man so möchte, dafür wird es auch genutzt. Und haben, naja gut, 1,5 Stunden jetzt über das Thema Volkshochschule berichtet, Volkshochschule Aachen, die Perspektiven, die Rückblicke. Und bevor ich
Ihnen Dankeschön sage, sage ich erst nochmal Dankeschön an Sibylle Kolken, der Oberbürgermeisterin, die ja auch hier war. Ich dachte, die Maske abnehmen ist. Jetzt lohnt es sich eigentlich auch nicht mehr. und an Navid Kermani, den Schriftsteller und Publizisten, der uns hier den Input-Vortrag gegeben hat, an dem wir wunderbar anknüpfen konnten, mit dem wir wunderbar aufbauen konnten. Einen haben wir noch. Ein Geburtstagsgruß, der ebenfalls an der Volkshochschule entstanden ist und der einfach zeigt, wie vielfältig die Sprachenkultur dort ist. Ganz, ganz viele Sprachen, die gleich alles Gute und herzlichen Glückwunsch Volkshochschule Aachen sagen werden. Ein bisschen wie bei der Sendung mit der Maus, aber eben nicht nur in einer Sprache, sondern in ganz, ganz vielen. Die letzte Sprache, achten Sie drauf, die hat mich am meisten überrascht und da glaube ich auch nicht, dass das in Aachen unterrichtet wird. Aber da lasse ich mich gerne eines Besseren belehren. Ich würde Ihnen jetzt gerne sagen, kommen Sie gut nach Hause, aber das muss ich ja gar nicht, weil Sie sind ja da wahrscheinlich schon. Insofern hoffe ich, Sie haben die anderthalb Stunden genossen, haben vieles mitgenommen und haben jetzt unglaublich viel Lust auf einen Volkshochschulkurs. Dann noch hoffentlich bald in echt und nicht virtuell und online, sondern dann wieder Mensch zu Mensch. Bleiben Sie gesund, danke, dass Sie dabei waren und bis bald. Und hier kommt der Film. Rojbonata Pirusbe, VHS Aachen. Ko, Jotanason Hink am Jacke Schnaabolini. Ja, Chen Gummi, Jesha. Schengir Kweile. Chère Volkshochschule, je te souhaite un très joyeux anniversaire pour tes 75 ans. Ronja Bolla, alles, alles Gute zum 75. Geburtstag. Per questa occasione particolare e per i suoi 75 anni di esistenza faccio i migliori auguri di buon compleanno alla Volkshochschule. Tanti auguri di buon compleanno Volkshochschule. Ciao. Otanjobi omedetou Volkshochschule Aachen. Ich heiße Azusa Soejima und das war Japanisch. Eid Milad Said, VHS Aachen. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin VHS Aquisgrán. Z dniem urodzenia Volkshochschule Aachen. Hej VHS Aachen, fyller 75 år, det vill vi fira. Jättestort grattis. Hos oss kan man lära sig svenska. Välkommen till oss. Hej då, välkomna i höst. Universidad Popular de Aquisgrán. Feliz cumpleaños. Všechno nejlepší k narozeninám, Volkshochschule Aachen. Daha nice yıllara Volkshochschule. Nice yaşlara. Föl Deluxe, ob Dinge Geburtstag, Leif VHS Oche.